Well, guys, your girl finally made it to Midgar. Yuffie. My name is Yuffie, materia hunter and elite special forces operative for the new Wutai government. I have orders to infiltrate Shinra headquarters and steal their ultimate materia. To prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with! Members of Avalanche! With your full support, we got this! So, members of Avalanche, where are you? Come get me already! Okay, if I was a man in a Moogle hat... Huh? Wait, does this mean what I think it does? Interesting. So, I gotta come to you, do I? You got some nerve. So. Damit spielen wir jetzt Yuffie. Das, wir sehen ein bisschen unförmig aus mit den Klamotten. Aha. Und wir sind natürlich total eleganterweise erstmal direkt da reingestürzt. Können wir dann gleich wieder reingehen? Nö. Z. Ja, wir haben Yuffies Musik. So im Hintergrund. Ich mal, ob wir was finden können. Okay, hier gibt es nichts. Finde ich übrigens auch schön. Hier steht, hier unten steht so Stadtvergrünung. Also so, das wird schön. Also viel grüne Pflanzen gepflanzt, bla. Egal. Na gut. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir hier auch DLCs? Oh, kann ich hier auch alle runterladen? Geht das? Oh, geil. Ich dachte, das geht, dass das für die Intermission nicht gilt. Aber cool. Nehme ich alle mit. Oha. Wow. Okay. Waffenmod. Hä, wir können schon Waffenmod machen? Welches Level haben wir denn? Oh, wir sind schon Level 25. Wow. Okay, cool. Das kommt unerwartet. Dann machen wir das. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit erlauben. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so wirklich viel benutzen werde. Ah, ich mag Yuffies Thema. TP wäre wahrscheinlich ganz gut. Physischer Angriff. Oder erhöht die Menge an FP, die nach dem Sieg über den Gegner erhalten werden. Ich nehme erstmal definitiv die TP. Und ich würde auch die physische Attacke nehmen. So, wir haben Materie ausgerüstet, sehe ich gerade. Was haben wir denn für Materie ausgerüstet? Oh Gott, das sind das... wir haben ganz schön viel. Ich wollte gerade sagen, ob wir alle die haben, die wir auch im anderen Game hatten, aber offensichtlich nicht. Stehlen. Ich weiß nicht, ob wir stehlen. Ich müsste mal probieren, ob wir was klauen können. Wir haben den Ausweichumschlag bei ihr, okay. Heilen ist immer gut. Oh, hey, guck mal, heilen ist ja schon auf Level 2. Nice. Analyse. Ukenagashi. Ich werde es mal probieren, ob ich das diesmal hinkriege. Aber ich mag Ukenagashi nicht mehr. So, wen rüsten wir denn aus? Wer ist denn? Wir können uns heilen. Das heißt, Garfunkel ist nicht unbedingt vonnöten. Wir nehmen entweder Kaktor oder das Chocobo-Küken. Oh, welches rüsten wir aus? Ja, wir haben
Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt Beschwörungen kriegt. Da möchte ich glaube nicht. Ich werde erstmal das Schokoboküken ausrüsten. Und hier können wir auch noch was ausrüsten. Ich mag eigentlich Glut. Aber effizientes Blocken ist eigentlich auch super nice, ne? Hä, wenn wir mehr ATB kriegen. Ich rüste mal das aus. Okay. Gut, laufen wir mal los. Ist das hier hinten? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oh. Oder? Ich weiß nicht, wo wir sind. Okay, wir sind ganz woanders. Ich dachte, ich weiß, wo wir sind. Gut. Ich weiß gar nicht, wie sie auf Japanisch klingt, ehrlich gesagt. Hätte mich jetzt auch interessiert, aber wir spielen das jetzt auf Englisch. Oh, kämpfen mit Yuffie. Wir kämpfen jetzt, ja. Ja, Yuffie beherrscht sowohl den Nah- als auch den Distanzkampf. Drücke Viereck, um Gegner mit dem Shuriken anzugreifen. Halte die Taste gedrückt, um weiter anzugreifen, aber gleichzeitig auf Abstand zwischen Yuffie und den Gegner zu bringen. Präzise Abwehr. Indem du Angriffe blockst, kurz bevor sie dich treffen, kannst du großen Schaden vermeiden. Okay. Coco. Ha, cool. Was können wir denn für Fertigkeiten? Wir machen mal. Was ist? Fudin Kazan machen wir jetzt mal. Eine Ratte ist död. Wir haben aber noch ein bisschen Fertigkeit. Wirbelsturm, let's go. Haha, död. Ach. Ich mag Yuffie. Und gleichzeitig mag ich sie manchmal nicht. Also im Hauptgame, im Originalspiel. Aber eigentlich ist Yuffie nice. So. Oh, was jetzt? Drücke Dreieck, um Yuffies Shuriken auf einen Gegner zu werfen. Wenn sie die Waffe nicht in ihrer Hand hält, kann Yuffie mit Viereck einen Ninjutsu-Angriff auslösen. Der Shuriken kehrt nach einer bestimmten Zeit automatisch zu Yuffie zurück. Du kannst ihn mit Dreieck aber auch vorher einsammeln. Okay. Ah, cool. Der ist schwach dagegen, gegen unseren Ninjutsu. Das finde ich gut. Flammen-Ninjutsu. Elementar-Ninjutsu. Oha. Also, wenn Yuffie ihren Shuriken nicht in der Hand hält, kann sie mit Viereck ihren Ninjutsu-Angriffe aus der Distanz einsetzen. Mit Elementar-Ninjutsu lässt sich das Element der Angriffe ändern. Drücke rechts oder links, um zwischen den Elementen hin und her zu wechseln. Zu Beginn sind die Ninjutsu-Angriffe elementneutral. Nutze elementaren Ninjutsu, um elementare Schwächen deiner Gegner auszunutzen und dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Okay. Let's turn up the grill. You're going down. Voll gut, mag ich. Ja, ist voll cool. Gut, wir suchen mal weiter nach dem Mugel. Wir sind selber ein Mugel. Oh, Yuffie kann auch weit entfernte Shinra-Frachtkisten mit Dreieck zerstören. Behalte die Augen, behalte die Augen offen und lass dir keine Kiste entgehen. Ah, Kanimashita. Okay. Kommen wir da hinten auch ran? Nee, ist noch zu weit weg. Kommen wir später hin. So, was ist hier? Hier ist Stadtaufbauplane. Ich glaube, das da vorne ist Shinra. Shinra und dann hier Ken ist jetzt, glaube ich, oder sowas. Also der Aufbau, also hier. Das ist jedenfalls, das sind die Kanji für Shinra. Das erste ist übrigens das Zeichen für Gott. Nur mal so. Das sagt viel darüber aus, was Shinra von sich hält. Obwohl, kann ja eigentlich keiner was dafür, wenn der Name so geschrieben wird, aber naja, egal. Die spielen gern Gott, habe ich das Gefühl. So, was sollen wir hiermit machen? Ah ja. Oh, okay. Cool. Gegner? Oh, da. Also, warte mal. Ach so, Analyse haben wir ja auch. Let's go.
weiß gar nicht, ob die... Ich muss mal kurz gucken, ob die schwach gegen Feuer sind. Nein, sind sie leider nicht. Hätte ja sein können. Da, 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 da. Au! Der kann, Alter, der hat einfach gerade Aero auf uns gemacht. Schon frech. Also nicht der, nicht die Ratte, sondern das Fliegevieh. Ja. Ah, Mensch, können wir zaubern? Nur wieder. Hm. Better to be safe than sorry. Okay, warte. So, dann machen wir halt so. Oh, 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 au, fuck. Ah, verdammt. Nee, mach mal weg mit dem. Ich würde gern weiter. Nein, du sollst nicht da. Du sollst, warte. Hau den weg. Guten Morgen, Kaffee. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Müssen wir uns heilen? Haben wir was zum Heilen? Oh, wir haben Supertränke. Achso, ich muss noch mal da irgendwo hin. Kriegen wir die von hier? Warte mal, wir müssen noch mal darüber. So, da unten ist auch noch was. So, kaputt. Jo, ganz okay. Selber, du bist gerade in Neo. Achso, im Game. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß und mir geht soweit auch ganz gut. Ich bin sehr müde. Ich weiß nicht, ob wen anders die Zeitumstellung auch so hart gekickt hat wie mich. Also, keine Ahnung, ich bin saumüde seitdem. So, da müssen wir rein, oder? Ja, aber der Mugel ist. Was, wirst du dich haben? Was, obwohl es gerade so ist? Hä? Was? Wie, du wirst keine Freude am Spiel haben, obwohl du gerade Freude am Spiel hast. Das, okay. Gotcha. Okay. Hier gibt's nichts. Ach, guck mal, wer ist das? So ein komischer Typ. No palm. You okay? Anybody home? Jo, dann ignorieren wir den, wenn er nicht auf uns hört. Wo ist der Mokri? Arme Typ. Okay, kann ich aber verstehen, dass es dann nicht so viel Spaß macht, wenn das vom Schaden her nicht so gut ausgebalanced ist, das Game. Da gibt es halt einige Spiele, die sind da ein bisschen schlecht gebalanced manchmal, von manchen Sachen her. Aber warum spielst du es dann überhaupt, wenn das dir keinen Spaß macht? Okay, der ist... Oh, wow. Guess I'm not going anywhere until I get that elevator moving. Das Ding... Es fühlt gar nicht gebalanced. Okay, gut, dann kann ich verstehen, dass es keinen Spaß macht. Hm. Dann frage ich mich noch mehr, warum du das dann spielst. Okay, aber mit einem gezielten Wurf deines Shuriken kannst du nicht nur Shinra-Frachtkisten zerstören, sondern zum Beispiel auch weit entfernte Schalter betätigen. Wie ZB den da oben. Hm. Ach ja. Und da... Kommen wir da rein? Okay. Ist der Fahrstuhl schon da? Und jetzt hoch. Juhu. Geht's auf? Hier. Make way for the amazing Yuffie. Wo denn? Oh. Gotcha. Get lost. Aha, der ist schwach dagegen. Finde ich voll gut. Wo ist der andere? Ah, der ist da noch.
Finde ich gut, dass wir auch, dass wir sowohl Nah- als auch Fernkämpfer sind. Das ist voll nice. Das mag ich. Ich glaube, mit Yuffie werde ich öfter spielen, wenn wir den neuen Teil anfangen. Warte. Hat einfach nur, weil es Bock macht vom Moveset her. Und das ist halt irgendwie geil. Kann's nicht. Kann's erklären. Okay. Aber ich weiß jetzt, ich weiß bis jetzt nicht, ob ich meine 70 Stimmen plus im Spiel bereue oder nicht. Ach so, okay. Naja, gut. Wenn es dir aber irgendwo trotzdem irgendwo auch Spaß macht, warum dann nicht? Hä? Oh. Ich habe jetzt einfach mal den Fahrstuhl da hinten in Bewegung gesetzt. Ich würde gern zu der Materia, denn wir sind doch Yuffie, wir sind doch Materia Hunter. Und sowas, so, wir müssen uns sowas von die Materia holen. Da, da, da. So. Gehen wir gleich hoch. Ich will nur wissen, ob wir hier auch noch irgendwas kriegen. Eine Truhe. Mit Supertränken. Perfekt. Nur viel Spaß. So. Ja! Materia! Juhu! TP-Boost! Okay, können wir da natürlich jetzt doberweise nicht ausrüsten, weil wir alles voll ausgerüstet haben. Egal. Oh. Oh, cool. Feuerwehrstange. Nice. Da habe ich schon ein paar Videos gesehen, wo die gesagt haben, warum die das Game abgebrochen haben. Und ich bin ehrlich, ich kann es verstehen. Okay. Ja, gut. Das Spiel abgebrochen sogar. Krass. Ja, naja. Yeesh, this town's a total dump. I thought Midgar was supposed to be the marvel of the modern world. Ja. Talk about false advertising. City of Mako? City of Garbage, more like. Ja, genau so sieht's eher aus hier, Yuffie. Du hast es genau erfasst. Warte, da komme ich so her und das Ding auf 100% für. Oh Gott. Na dann viel Erfolg dabei. Aber Spiele abgebrochen habe ich tatsächlich auch schon zwei. Aber eins davon war eine Demo. Die war super scheiße gemacht einfach, weil die einfach auch nicht geladen hat und nichts. Und ein anderes Spiel, das wollte ich unbedingt gerne spielen, das habe ich bei so vielen anderen gesehen. Aber das musste ich auch abbrechen, weil es für mich so extremst verbuggt war, dass ich einfach irgendwann auch gar nicht mehr weiterkam in der Story. Voll schade. Ich habe dann sowieso schon mal schon ganz viel auslassen müssen an kleinen Story-Informationen, weil der Charakter sich da einfach immer weggebuggt hat von wenn ich irgendwo mit interagieren wollte. Voll sad eigentlich. Aber es passiert halt. Da hatten andere offenbar nicht so die Probleme mit den Bugs, so wie ich. Muss man hier gucken, dass wir was anderes ausrüsten können. Da kenne ich zu gut. Da habe ich auch ein Game, was ich so abbrechen musste. Naja, das ist halt voll doof. Es ist halt einfach auch schade, wenn man irgendein Spiel spielen wollte und dann ist es einfach so dermaßen verbuggt, dass du es einfach nicht spielen kannst. Das ist halt schade. So, wir haben das Ding ausgerüstet, das will ich gar nicht ausrüsten. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, das schützt uns vor sofortigem Tod. Ach ne, wirkt nicht gegen Spezialattacken, die sofortigen Tod verursachen. Was haben wir hier noch? Mako-Kristall, Feuereis und Blitzwiderstand. Ich gebe mal den Engelsflügel. Was haben wir hier noch Schönes? Der hat gerade 3. Die sind alle scheiße. Warum sind die alle scheiße? Warum kriegen wir sowas bitte als DLC, wenn die ganzen Sachen alle voll scheiße sind? Ich lasse den Ninja-Reif dran, hallo? Manu. So. Was? Oh. Da ist nichts. Wer war hier nicht? Nur die paar Kisten. Na gut, dann können wir ja nach oben gehen. Okay, bloß nicht einbrechen, Yuffie. Ich
weiß, daran bist du gut. Sie ist, glaube ich, die tollpatschigste Ninja, die es gibt. Kunoichi, sorry. Sicherlich eine Ninja, aber eine weibliche Ninja, deswegen Kunoichi. Oh, Musik hört auf. Da müssen wir, glaube ich, hoch, oder? Kors, da kommen wir nämlich nicht rüber. I gotta do something. Alles gut, da... You'll do the trick. Come on down. So. Okay, da komme ich von hier nicht ran. Hoch. Müssen wir hier hoch. Achso, hier geht's wieder runter. Das können wir aber von hier. Gotcha! Sweet! Now to save the day! Alles klar. Wir sind gerade auf normal. Ich glaube, da waren die nicht ganz so heavy. Aber... Ich glaube, das Game hatte ich auch schon mal auf schwer angefangen und da waren die wirklich heftig. Also, ist schon ganz schön krass. Wie der Unterschied einfach gemacht ist teilweise in manchen Spielen zwischen normal und schwer. Okay. Sind wir hier einmal rüber? Können wir von hier aus angreifen, please? Natürlich geht das nicht. Have no fear. Yuffie's here. Nein, du solltest... Mist. Ich hab den zurückgeholt, verdammt. Au! Alter! Alter, Verwalter! Ich will doch so angreifen. Okay, warte mal. Heilen erstmal. Eigentlich können wir wieder. Ja, ich greife lieber, ab, wollte ich sagen. Ich wäre lieber ab. Warte, so, bitteschön, kannst du haben. Nee, warte, weg. Shit. Ach so, wenn sie nicht trifft. Okay, krass. Die sind heftig, ne? Warte, ich gebe uns mal erstmal einen Supertrank. Es geht schneller. Au! Fuck! No! Wir werden sterben. Ich habe das Gefühl, wir werden sterben. Okay, warte. Der eine ist weg, ne? Kann das sein? Ich glaube, der eine ist weg. So, pass auf für den Kasan. Stirb. Ah, der ist besiegt. Not even a thank you? Der kann nicht mehr reden, Yuffie. Aber wir können hier vielleicht noch was holen. Eine Truhe oder was? Aber von da nehme ich dann runter wieder. Okay, probieren wir es mal. Na, 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 na. So. Jetzt ist wirklich nicht schön. Ich kann Yuffie verstehen. Oh, eine Materia. Luft. Okay. Okay. Wir haben Zeug und mit dem können wir nicht sprechen. Los, hör. Nö, wir können nicht mit uns sprechen. Gut, dann gehen wir. Tschüss, wir gehen schon mal raus. Ach so, hier ist nur eine Truhe. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist eine Abzweigung, daran kann ich mich nicht erinnern. So. Gut, wo sind wir jetzt? Hier gibt es nichts. Einfach wieder raus. Okay. Oh, cool, da sind wieder ein paar Dingens. Stirb. Du stirb auch. Hier sonst nichts. Wo sind wir denn hier? Da ist noch so ein Typi.
Vorhin gehört zu den Typis. Das können wir öffnen, wa? Hier ist auch nichts weiter. Achso, das ist nur der Typ. Hallo, Sir. Alles klar. Muss man, glaube ich, so sehen. Wir sind, glaube ich, gerade... Also, das, die Yuffie-Episode spielt natürlich auch zeitgleich mit dem eigentlichen Game. Von daher... Ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit das gerade ist. Alles klar. This is too weird. Okay, you got this! Das war gerade so der typische Yuffie-Move, dieses Feuertaufe. Haben wir jetzt geschafft hier. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt hier irgendwo, wo ich weiß, wo wir sind? Hä? Wo sind wir hier? So. Weiß ich jetzt, wo wir sind? Nee, da sind wir hergekommen. Okay, vergiss. Ach so, wir decken die Karte natürlich neu auf, weil Yuffie war ja noch nie hier. Ach, Mensch. Kokoro yutaka ni. Ach, süß. Midori yutaka ni. Cute. Ich mag die Werbung irgendwie. Mog ist sind cute. Oh. Kisten töten. Meine Spezialität. Rostpfade. Ich weiß, wo wir sind. Hier konnten wir nie weiterlaufen. Hier, da war hier Endstation. Sind in den Sektor 7 Slam. Okay. That rotten egg smell's gone. Must have gotten used to it. Way things are going, I'll be working for Shinra next. Nice try, Midgar. I'm talking to myself. City's getting to me. Ein MP Boost. Ich laufe noch die anderen Seiten lang, um zu gucken, ob wir da auch noch was Schönes kriegen können. Weil das ist das Problem. Das ist hier halt, es gibt halt mehrere Wege. Ich will nur wissen, ob es ja auch ein paar Monster gibt. Wir können ja auch trainieren. Das ist ja nicht, das wäre jetzt nicht die schlechteste Idee. Ich meine, okay, wir sind schon Level 25. Das ergibt natürlich Sinn, weil es gibt ja auch nur 4 Kapitel. Dann müssen wir auch von einem bestimmten Level aus schon anfangen. Weil so viel können wir hier in dem Spiel nicht trainieren. So, oh hier. Können wir auch noch was gut machen. Müssen wir mal kurz gucken. Ach, jetzt haben wir eigentlich alles. Jetzt können wir hier direkt... Ach, guck mal, hier können wir mal kurz hochlaufen. Da gibt's, glaube ich, nichts. Das geht's nur wieder. Okay, ich kann noch gucken kurz. Okay. So, dann laufen wir mal... Dann laufen wir noch den anderen Weg da lang, da oben. Ah, können wir, glaube ich, gar nicht. Das ist abgeschlossen. Aber... Er ist verzeichnet. Das heißt, wir müssen hier definitiv auch nochmal hin. Garantiert. Sonst wäre der nicht hier. Auf der Karte drauf. Dann wäre hier einfach abgekattet. So, hallo. Na? Oh. Wait, did you just come from any monster troubles or? Nö. Wir hatten keine Troubles. Naja, ganz, ganz minimale Troubles vielleicht. Monsters have been acting strange since. Not gonna be good for any of us if Wutai's got their claws in this. Oh. Alles klar, jetzt weiß ich, wo wir sind. What do we have here? Man, that's gotta be Avalanche. Not bad. Not bad at all. But I can do better. Yuffie? Yo. There's our palm. So, you're Avalanche? I'm Jija. Follow me. Wait up! So, ganz kurz. Oh, guck mal, Jet Li. Jija, why didn't you come meet me before? I figured an elite W agent could find their own way. Okay, ich gehe mal kurz hier rein. Was ich gerade kurz erklären wollte, und zwar, wir haben ja gerade die Nachrichten gesehen. Und das hatten wir, glaube ich, das war, lass mich überlegen, Kapitel 8 müssten wir dann jetzt etwa sein. Also als
Claudio runtergefallen ist. Auf die Kirche. In Sektor 5. Da befinden wir uns zeitlich jetzt also gerade. So. Maybe elite, but it's not like I've ever been to Midgar. And what exactly is a W anyway? Anyone who lives where you just came from. Think of it as a code name. Uh-huh. Still can't believe they sent a kid to do this job. This kid could kick your ass! Saying you're a fresh face is all. Oh, don't worry. I know exactly what you're saying. Give me a break, will ya? And let you walk all over me? Well, here we are. Ladies first. Okay, wir laufen da gleich rein. Ich will nämlich jetzt mal umgucken. Darf man das mal umgucken? Ach, guck mal. I can almost taste your pizza now, Jesse. Shame, since you won't be getting any. What? Oh, ah, da sind die drei. Schön. Okay, wir gehen erstmal rein. Sonst gehen wir die ganze Zeit nur langsam hier vor uns hin. Das muss auch nicht sein. Ah, da wird's. Ford Condor überall ausverkauft. Ja, wer es noch kennt, Ford Condor im Original war ein eigenständiger Ort. Und hier ist es nur noch ein Brettspiel. Ach, guck mal, hier ist eine Parkbank zum Ausruhen. Müssen wir uns ausruhen? Wir ruhen uns mal aus. Erstmal hinchillen. Okay. Ach, guck mal da, eine Truhe. Mit einer Waffe. Hä? Und was haben wir jetzt gerade für eine Waffe? Was haben wir denn jetzt ausgerüstet? Ach so, vierspitziger Shuriken. Wo ist der Unterschied? Ach so, Boomerang. Der sieht voll kacke aus. Aber... wir müssen ihn ausrüsten, weil wir können ja was lernen. Wir können hier auch noch was lernen. No, wir haben Elementar Ninjutsu noch nicht fertig gelernt. Bevor wir Nebelsteuer lernen können. Alles klar. These two are Billy Bob and Polk. And that's Nayo. Hi. My name is Yuffie, Materia Hunter and Elite Special Forces Operative for the new Wutai government. I have orders to infiltrate Shinra HQ and steal their ultimate materia. To prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with! Members of Avalanche, with your full support, we got this! Ready to rumble, huh? You better believe it! So, did you guys meet Sonon yet? He was supposed to be here. Yeah, he got in 3 days ago. He's out on the town as we speak. Really seems to be enjoying it here. Oh, he does he? You, got any bags? As if. Ninjas always travel light. It's like a rule. But I did bring these. Wutai's famous Dachau beans. Eat up. And here you go. Oh. Can you eat these things? Guess you do. Sheesh, you ninjas are insane. Ah. Do me a favor, Yuffie, and wait here for Sonon. I gotta head out. Your ID should be ready for pickup by now. Then why don't I join ya? Nah, I got this. Besides, you reek of trouble. Das war eine Redensart, Mädchen. Du riechst nicht wirklich nach Schwierigkeiten. Okay, wir können mit ihnen sprechen. Wir sprechen mal mit allen. You look kind of nervous. I just want to make sure I have the plan down pat. You know, like how to get up top and all that. Well, if you had an ID, you'd normally just take the train up there. But with all the commotion going on, that's not really an option. Security's on high alert. If you ask me, your best bet is to sit tight and wait for things to settle down some. Sit tight? But I want to go now! Be my guest then. Go get killed. Harsh.
If you haven't introduced yourself to Billy Bob, you should. He's got some intel you might want to hear. Okay. Tja, ja. Das Billy Bob. Ja. My teeth. You're welcome. So the materia I'm looking for is in the Shinra building, right? And where is that exactly? Ignorance truly is bliss, huh? What did you just say? Oh, didn't mean to offend you. Of course, you probably knew this already, but there's a whole other city built on the plate above us. Shinra building's right in the middle. You can't miss it. Oh, that one. Why didn't you say so? As for what to do once you make it into the building, ask Nayo. She'll give you the deets. Okay. You must be tired from your trip. Why don't you get some rest? With all the noise in this city? I'm freaking possible. How about you tell me where in the Shinra building they're keeping that materia instead? Don't hold out on me now. I know you know. Actually, I kind of don't. At least, not an exact location. All I know is that Shinra, for most purposes, treats materia as a weapon. Which means the Advanced Weaponry Division probably deals with it. And since that's in the basement... I see. So, Shinra hides its top secret materia in the basement. You won't have to wait much longer, my precious. I promise. Just be careful, will you? Please? Yuffie, vorsichtig? Da kennt jemand Yuffie nicht, glaube ich. Hey, you gonna be okay out there? Got all the info you need? Ja. Wir haben doch schon mit einem gesprochen. Okay, wir sprechen nochmal mit dem Typi. Bin noch mit einem gesprochen. You look about ready to die of boredom. Wanna play Fort Condor? Fort Condor? I should have known. It hasn't been out long, so there's no way you W's would have heard of it. Yes I have. And what's more, I'm awesome at it. I'll whip you so hard you'll wonder if you ever knew the rules. For my benefit then. Let me go over them. Ja, wir haben ein Starter-Set geschenkt bekommen. Juhu. Ja, Minispiel. Ach ja, wer kennt's nicht? Jedes von der Finders hat sein eigenes Minispiel. Und dieses hier hat Fort Condor. Ein Handbuch für Fort Condor-Einsteiger. Bestätigen. Okay, Fort Condor ist ein Brettspiel, in dem du Einheiten und Materia verwendest, um das Hauptquartier deines Gegners zu zerstören. Bevor du spielst, solltest du deine Aufstellung festlegen. Ausstellung. Wähle das Brett, auf dem du spielen willst. Deine Wahl hat Auswirkungen auf die Materia, die dir zur Verfügung stehen. Und auf die Ladegeschwindigkeit der ATB-Leiste. Entscheide zudem, welche Einheiten du einsetzen möchtest. Wirf auch einen Blick auf das Brett und die Einheiten deines Gegners, um gegebenenfalls deine Strategie anpassen zu können. Auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du die Informationen zum Brett und zu den Einheiten deines Gegners. Jede Einheit hat eine Schwäche, die es vorteilhaft auszunutzen gilt. Du hast derzeit keine Einheiten oder Bretter, die angepasst werden können. Drücke X, um das Spiel zu beginnen. Okay, das ist unseres. Rechts, das ist Polk. Ich guck mal kurz. Also wir haben aber 8 ATB-Leisten ulkigerweise und er hat nur 6. Materia haben wir Feuer und Heilen und er hat... Ich weiß nicht, ob das Eis und Luft sein sollen, bestimmt. Okay. Naja, wir probieren es mal. wir werden es auf jeden Fall noch öfter spielen, weil da kann man auch ein paar schöne Sachen, so Kleinigkeiten mitkriegen. Ja, wir beginnen das Match. Let's go. Oh, es ist die Fort Condor Musik. Herrlich. Okay, so, warte. Zu Beginn des Spiels habt sowohl du als auch dein Gegner jeweils 3 Basen, 2 Stützpunkte und ein Hauptquartier. Zerstöre das Hauptquartier deines Gegners oder stelle sicher, dass du nach Ablauf der Zeit mehr Basen als der Gegner übrig hast, um zu gewinnen. Platzierte Einheiten beginnen automatisch damit, Kampftruppen in das gegnerische Feld zu entsenden und anzugreifen. Ich mag die Fort Condor Musik, ja! So, das Platzieren einer Einheit kostet eine bestimmte Menge an ATB. Hast du nicht genügend ATB-Einheiten übrig, kann die Einheit nicht platziert werden.
Mit der Zeit lädt sich die ATB-Leiste jedoch wieder auf. Drücke X, um eine Einheit zu platzieren. Okay. Was? Oh, bewege den Cursor an die Stelle auf dem Brett, an der du eine Einheit platzieren möchtest und drücke dann X, um eine Einheit aus dem Menü auszuwählen. Um eine Einheit auf einer anderen Stelle zu platzieren, drücke Abbrechen und wähle eine neue Stelle aus. Jede Einheit erfüllt eine von drei Rollen, Kommando, Verteidiger oder Schütze. Abhängig von den Rollen und ihrem Verhältnis zueinander fallen der Verursachte, und der erlittene Schaden unterschiedlich aus. Kommandos sind effektiv gegen Schützen, Schützen sind effektiv gegen Verteidiger, Verteidiger sind effektiv gegen Kommandos. Und das werde ich mir niemals merken, weil das garantiert nirgendwo irgendwie nochmal steht. Oder so. Okay. Kommandos gegen Schützen, Schützen gegen Verteidiger, Verteidiger gegen Kommandos. Ich werde mir das wirklich nicht merken. Aber im Prinzip ist es genauso wie im Original halt. Immer wenn wir in Fort Condor da die Schlacht gemacht haben gegen die Shinra-Truppen. Okay. Das Verhältnis der einzelnen Rollen zueinander kannst du jederzeit in der Übersicht nachsehen. Beim Platzieren der Einheiten wird dir zudem angezeigt, welche Einheiten besonders effektiv sind. An der Front. Im eigenen Gebiet kannst du deinen Cursor frei bewegen, aber in feindes Gebiet nur bis zum weitesten Punkt, den deine Einheiten erreicht haben. Verschiebe die Frontlinie immer weiter, um die Entsendung von Einheiten zu erleichtern. Okay. Was haben wir denn? Wir haben einen Grenadier, Sturmgardist, Wachhund. Wachhund ist eigentlich gut. Ist doch Sturm bestimmt, oder? Kann man das irgendwo sehen? Ich würde einen Wachhund erstmal nehmen. Der braucht 3 ATB-Leisten offenbar. Nehme ich ja einmal. Verteidiger, da war Schütze gegen gut. Oh, hier. Let's go. Los, wirst du bitte nochmal angreifen, bitte? Please? Ach, der Mann! Geht doch. Oh oh! Magieattacken. Stehen dir Materie zur Verfügung, kannst du auch mit Magie angreifen. Drücke L1, um einen Cursor erscheinen zu lassen, den du frei über das Feld bewegen kannst. Drücke X, um festzulegen, wo die Magie gewirkt werden soll. Magieattacken in Fort Condor unterscheiden sich von denen in regulären Kämpfen. Angriffsmagie fügt keinen elementaren Schaden zu, hat jedoch spezifische Angriffsmuster und kann im Kampf jeweils nur einmal eingesetzt werden. Ganz schnell, ein Gardist, please. Würdest du ihn bitte angreifen? Würdest du ihn bitte... Oh, wow. Oh nein, wir werden angegriffen. Ein Schützen. Wir brauchen unbedingt einen Schützen. Eine Drohne. Dann brauchen wir noch so einen hier. Den nehmen wir auch noch mit rein. Jetzt müssen wir hier warten. So. Können wir noch einen? Nee, warte, wir müssen noch eins warten. Geilo. Oh, die Musik wird härter. Krass. Oh, weil wir da hinten jetzt sind. Wow, wir sind schon richtig weit gekommen. Aber gleich ist unser Typ hier tot. Aber wir können direkt erneuern. Hahaha! Let's go! Oh. Warte hier. Wir packen uns noch einen Sturmgardisten hin, würde ich sagen. Okay, unsere Vögelchen sind alle noch heile. Warte, wir müssen warten. Ich gehe mal auf 3 erst. Warte. Dann würde ich nämlich so einen Granatwerfer hier benutzen. So. Okay, wir brauchen einen neuen Schützen. Wir nehmen eine gute Drohne. Haha, oh Gott. Shit. Okay, der greift aber erstmal dort hinten an, Matt. Soll er mal. Gut. Oha, da ist ein Sturmgardist. So. Oh, wir können wieder einen Hund nehmen. Let's go. So. Okay. Lass mich erstmal...
Ja, komm vorbei. Okay, ich wollte erstmal aufladen lassen, aber wir haben schon gewonnen. Yes! So, das heißt also einfach, also hier brauchen wir keine Gelo, um immer mehr Leute zu holen. Nein, wir müssen nur die ATB-Leiste auffüllen lassen. Ja, ja, wir haben Proto-MG-Verteidiger bekommen. Ach so, Kondormünze. Keine Ahnung, was eine Münze, was die Münze macht, aber das heißt, wir haben jetzt noch eine neue Figur. Coolio! Damn, Yuffie, how'd you do that? You totally kicked my ass. You mean, you didn't lose on purpose? Wow. Well, if you're looking for a challenge, the Undercity's got no shortage of serious players. I've kind of got better things to do. Sure about that? Word is, if you beat the Grandmaster, you can win some serious cash. Materia, too. Materia? Nah. That's right. Und schon ist Yuffie überzeugt. No, the hardcore competitors won't give you the time of day till you've proven yourself. Whatever. Bring it on! Oh, Magiebrett und Luftkombatant. Gebrett 1, oh. Wir können dann Stufe 1 Leute besiegen. Das gilt auch direkt als Nebenstory. Müssen wir ihn nochmal bekämpfen jetzt, oder? Hey, you up for a round of Fort Condor? Okay. Wir machen einfach nochmal. Also, mit Materia hast du Yuffie sofort. Hahaha, cool gewonnen, nice. Eine Kondormünze. Sonst kriegen wir nichts. Maybe I really do suck at this. Ja, tust du. Okay, den haben wir besiegt. Ich glaube, den müssen wir nicht nochmal besiegen. Können wir jetzt nach draußen mit anderen Spielen gehen? Yuffie? Might want to wait for Sonam before hitting the city. Aber wo denn? Was sollen wir denn machen, um auf den zu warten, Mann? Nochmal mit allen sprechen? Das ist voll langweilig. Was sollen wir denn tun? Menno. Gut, wir sprechen nochmal mit allen. Wollt ihr auch, so würde ich das Spiel spielen? The VR Combat Simulation Module, right? Huh? Of course I do. Why wouldn't I? It's that thing that stimulates modulation. Kinda. Okay, Yuffie. It's a machine that du hast you keine in Ahnung. World where you can practice fighting all you want. There's even a portable version of it. Guy around the corner has one. Uh-huh. Hardly ever see technology that cutting edge down here. So what do you say? Want to try it? I really don't have time to be playing around with some stimulator. But just to be polite, I guess I'll take it for a spin. The guy's name is Chadley. He's over by the neighborhood watch. If you ever feel like some virtual training, I'm sure he'd be happy to help. Key. So. Sonon's still not back? Must be in Wall Market then. What's Wall Market? Let's just say it's a place for people with mature tastes. Mature tastes? There's lots of different establishments. It's kinda hard to explain. No, I think I get it. Like bars filled with smoke so thick you can't even see, and drinks so bitter you want to spit them right back out. Where everyone gets drunk and complains about how kids just don't understand the value of hard work. The death of society. Ugh, how can they not see that they're the ones destroying it? Nein, Wall Market ist eher so ein bisschen anders, aber ja. Okay. Who's got a place like that, where grown-ups drink their lives away? It's called the Happy Turtle. Interesting. There's a Happy Turtle in Midgar as well. Huh? I don't know where exactly, because I've never actually been, but I do see their flyers from time to time. You do, huh? Oh, they're taking down Midgar one citizen at a time. I salute you, Happy Turtle. Come to think of it, there's a man who goes around putting up flyers for the bar. People call him Old Snapper. And he doesn't dress like your average Midgar male. Might be from Wutai. I gotta find him. Man deserves some dachau beans. Dürfen wir jetzt raus? All this talking's giving me a headache. I'm gonna go do some recon. Okay, cool. I won't stop you. Just don't go too far, okay? Endlich können wir nach draußen gehen. Dass wir den mehrfach anreden müssen. Naja, gut. Endlich umschauen. Laufen wir erstmal zu Chadley. Searching for candidates. Ey, war hier eine Katze drauf? Na egal. Candidate detected. Performing physical analysis. She seems relatively agile and has substantial muscle mass for her stature.
An acceptable candidate. Hey, you want to tell me what you're mumbling about? My apologies. My name is Chadley. Would you be interested in helping me with my research? I'm Yuffie. Nice to meet you. So, what are you researching? Combat. It would entail doing battle with a summon in a virtual arena using this portable simulator. Interested? Sure. Why not? I'm a kick its butt. Very well then. Oh, was haben wir denn für VR-Missionen? Ramu! Aber doch nicht allein! Wir probieren's mal. Wir werden's nicht schaffen. Warte mal. Wir gucken mal kurz. When you feel suitably prepared, please let me know. Ja, wir werden mal kurz gucken, ob wir uns irgendwie entsprechend für den ausrüsten können. Ja, und zwar das hier. Pass auf. Nein, ich nehme mal den hier, weil der uns gegen Blitz ein bisschen schützt. Wir haben leider... Verdammt. Das packen wir Ukanagash weg. Das werde ich wahrscheinlich sowieso nicht ausrüsten. Ich mag Ukanagash nicht. Haben wir noch was anderes Schönes? Ob Frost gegen den gut ist? Ich bin unsicher. Also Gewitter wird nichts bringen. Das ist schon irgendwie logisch. Ich pack mal Frost rein. Wir probieren es mal. Ich muss kurz überlegen. Gut, aber was ist Feuer? Ramu ist ja nicht. Der dürfte ja kein Feuer. Der dürfte ja kein Feuer absorbieren. Wir probieren es mal. Keine Ahnung, ob wir den jetzt gerade schaffen. Aber ein Versuch ist es gerade mal wert. Ich hätte gern Ramu. Im Originalgame haben wir Ramu, glaube ich, sogar erst in der Gold Saucer bekommen. Wir versuchen es mal nachher nochmal, weil wir rennen ja nicht die ganze Zeit. Ach, wieder Ruhe. What a shame. Vergass ich mal. So. Hilfe. Wir probieren später nochmal. Hallo? Hä? Oh Mann! Yuffie, warum rennst denn du da rein? Was ist denn mit dir? Schrecklich. Was? Da läuft Musik! Lol, okay. Schön. Was haben wir hier? Hallo? Ich will die Materie. Was ist das für eine Materie? Oh, Chakra. Cool, Chakra. Putzmusik, huh? Got to place a guard dog. Figured it'd spare my tenants the trouble of chasing off nosy men. Okay, ich war gerade aber schon da oben. Ah, hier. Attention! For 3 Gil, you can play Fort Condor against the lovely Kyrie! Ich mag Kyrie nicht. Aber die Stufe 1 gegen die können wir erstmal kämpfen. You gotta fork over. What's your deal? And why are you dressed like a 5-year-old? That's just weird. What are you talking about? This isn't weird. It's super cute. Super cute? More like super lame. Wash my name is Midgar. Huh? Ich mag Kyrie nicht. How much I was looking forward to playing Fort Condor. I could really use the training, you know. Sure, I'll put you through your paces. But you do know it's gonna cost you, right? One match, 3 Gil. Hey up! Keine Ahnung, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Wir machen mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. To be honest. Ha! So, machen wir hier noch einzeln. Aber haben wir... Aha! Diesmal haben wir gewonnen. Okay, ich raff das nicht ganz, warum. Aber wir haben gewonnen. Elite-Gardist haben wir gekriegt. Cool. Und 2 Kondormünzen. Excuse me? I cheated and I still lost? Was? What can I say? Ich hab gecheatet? Deswegen haben wir erst verloren, ich verstehe. You still owe me for my time. It's gotta be worth 7 Gil at least. As if. Kannst vergessen, schlechte Verliererin. So. Können wir dem was einkaufen? Well now, that's quite the getup you're sporting there. Ach, nur Gegenstände können wir kaufen, aber... Ich würde eher ein paar Supertränke kaufen. Wie viel haben wir denn?
6000 Gil. Phönixfeder finden wir vielleicht noch. Ich kaufe nur Supertränke. Ich kaufe keine Supertränke. Wir brauchen jetzt keine Supertränke. Wo sind denn noch andere von den... Oh Gott, die sind überall irgendwo welche. So. Die einfach alle Werbung dafür machen. Können wir hier was bringen? Ist ja auch eine Truhe oder sowas? Die Musik ist cool. Was hat denn die Katze da für eine Werbung? Don't let them... Irgendwas. Avalanche. Ist das Werbung für das Turtles Paradise? Cool! Hä, das ist ein cooles Bild! Ja, da steht... Welcome! Oh, das ist das! Okay, das ist so ein cuter Wort... So ein cutes Wortspiel. Weil Welcome... Und im Prinzip würdest du es ja im Japanischen Welcome schreiben. Und hier steht Welcome. Und Kame ist Japanisch für Turtle. Das ist so cool. Die Musik ist cool. Okay, die reißen sich hier um das Heft. Die hat auch ein Heft. Die hat auch ein Heft. Okay. Die liest gerne etwas über den Präsidenten Shinra, ich verstehe. Die Musik ist voll cool. Oh, da ist eine Truhe. Hä? Liest die Karte? Die liest was? Also es sieht so aus, als würde sie was lesen. Das ist cool. So. Oh, hier hat jemand Essen für ihn gestellt. Das ist ja lieb. Ich mag die Musik. Was tust du hier? Ach, ihr habt was zu futtern. Das kannst du essen. Das kannst du essen, Kitty. Das Futter. Ja, das ist ein Happy Turtle Song. Sehr schön. Finde ich gut. Können wir bei dem hier irgendwas Schönes kaufen? That's quite the outfit, but wait till you see my stock. Oh, was hast du denn? Heiltrank ist billiger. Ach, jetzt können wir diesen komischen Krempel kaufen. Ja, die coole Kaserne, let's go, die kaufen wir. Und den Raketenwerfer-Schütze. Ja, für Fort Condor. Nein, wir können für Fort Condor jetzt auch noch zwei Krempel kaufen. Ich glaub's nicht. Ich kaufe mal die drei hier. Oh, just look at them gouging prices. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Das ist, glaube ich, Johnnys altes Home, oder? Ja, das ist, glaube ich, Johnnys altes Home. Können wir da rein? Echt? Bringt uns das was? Ich lauf da mal lang, weil es geht. Können wir gleich mal in den Automaten gehen? Wird aber nichts Spannendes. Okay. Können wir da auch rein? Ja, später wahrscheinlich. Okay. Okay. Nee, hier ist Johnnys altes Home. Können wir da nicht reingehen? Nee. Schade. Ich wäre gerne reingegangen. Können wir hier reingehen? Ich will überall reingehen, aber wir können nirgendwo reingehen. Ich will genau. Oh, hab mich das erschrocken. Das waren die Mäuren. Die lassen uns hier nicht reingehen. Okay. Nur, dass wir den nicht sehen können. Nee, können wir nicht sehen. Das ist ja krass. Enough already, Shinra. I get it. I should be up there with them. Oh, wir können gegen sie auch spielen, aber. Ach so, weil sie sich das den Knöchel verstaucht hat, kann sie jetzt ein bisschen Fort Condor hier spielen, aber sie ist ein anderes Level. Sie ist way too good for us. Deswegen suchen wir erstmal die anderen Level 1er. Wo sind denn die nur? Hier ist direkt gleich einer.
Yeah. So when your opponent leads with this, you respond with this? This game is insane. Hey there, suit. How's that conversation with yourself working out? Oh, sorry. I didn't mean to disturb anyone. My daughter's been dying to play this game, and I promised to teach her. But first, I have to teach myself. That game wouldn't happen to be Fort Condor, would it? If you want, I'll help you figure stuff out. You will? Oh, thanks. That'd be a great help. Okay, let's go. Dann, spielen wir mal gegen den Daddy da. Oh, noch ein... ein Elite-Grenadier-Schütze hatten wir, glaube ich, noch nicht. Den haben wir jetzt neu. Cool. Well, what do you know? I think I'm starting to get the hang of this. Ich nicht. Get the hang of what? Losing? Losing on purpose, to be precise. If I can let my daughter win without her suspecting, that to me is as good as a victory. Boo! I know. But if it'll make her happy. So. Ist doch cute von ihm. Weil die doch sonst ganz schnell überhaupt keine Lust mehr auf das Game hat. Das wäre doch auch schade. So, ich muss mal kurz... Warte mal, wo sind wir hier jetzt genau? Was? Gibt's hier was? Ne. Hier läuft auch fett die Musik. Ach, da steht überall Kamel drauf. Die sind alle vom Turtles Paradise aufgestellt. Voll gut einfach, die Musiken. Finde ich voll gut. Werbemusik. Ist schön. Er hier. Oh, the joy and cheer that await at the happy turtle. Ho ho! Greetings, Softshell! So, how many of those flyers did you find? What? Ahem! Collect just 6 flyers for the happy turtle, and a one-of-a-kind prize could be yours! Ring any bells? Nope. Well then, allow me to explain. The happy turtle's running a contest. And the rules are simple. All you have to do is collect 6 of our fabulous flyers from around Sector 7, and you'll earn yourself a prize sure to delight even the dourest diamondback. Sadly, a handful of locals have taken to acting like stinkpots toward anything Wutaian, especially since the bombings. Some have even gone so far as to tear down my poor posters. Little wonder nobody's won yet. Bummer. Which leaves me in a pretty predicament. But hey, my pain might be your gain. By collecting just a handful of flyers, you could be the first, and at this rate, the only winner of the most testudinarious contest in Midgar's history. This here's a sample of one of our ads. Breathtaking, isn't it? Now it's up to you to find all 6. Leave no shell unturned, no pond unplumbed. That prize is as good as mine. Ah, since you're here, you wouldn't happen to have any Condor coins on you, would you? This job may keep a shell over my head, but my real passion's coin collecting. I'd gladly part with some oddities and commodities in exchange for those little beauts. Oh, da können wir was kaufen. Ach, guck mal, da können wir so einen Krempel kaufen. Hä, das kostet... Kostet das... Ah, eine Kondormünze. Wie viel haben wir? 6. Hä, wir können die kaufen. Cool. Nice. Okay, 6 Flyer. Oh Gott, wir haben gerade jetzt gefühlt schon wieder 10.000 Nebenquests. Wir haben noch nicht mal eine abgeschlossen. Warte mal, da müssen wir ja hin. Aber eigentlich, warte mal. Gott. Ich möchte gerade... Mounts. Hier nochmal kurz rein. Ah, oh, cute. Okay, everyone, listen up. Time for Stamp, the loyal little helper. Okay. Wow, I'm Stamp, the good boy who never stops helping. Captain's given me a very important mission. Okay, das ist cute. Aber ich wollte hier nur hin, weil hier ist eine Materie und die will ich haben. Hallo? Nimmst du die mal? Widerstand. Ja, nice. Na, wer sagt's denn?
Warte, wir haben hier Frost. Frost ist kacke. Warte. Oder warte. Moment, es ist ja gar nicht... Das ist was anderes. Verdammt, das ist ja nur das. Mit Gift und Zeit und so. Egal. Haben wir sowas wie Gift oder Zeit oder irgendwas da? So. Ich glaube nicht. Naja, Zerstörung. Achso, Zustandsresistenz tot. Das ist ja eigentlich gut. Dann machen wir das einfach erstmal. Okay, na gut. Using his trusty nose, Stamp was able to find the best, most yummiest bakery in the whole city. Ja. Bakery, he picked out the best, most yummiest smelling loaf. Oh man. Wow, 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 wow. Okay, und die singen hier frisch, fröhlich ihren Song. Wo ist denn der letzte? Es waren noch drei Level 1er, oder? Ach, hier. Ah, da sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Moment. Mal kurz hier lang. Würde ich genug Klamotten? Was? Sowas gibt's gar nicht. Man kann nicht genug Klamotten haben. Ach, schlimm. So, wo ist denn... Hä, noch eins weiter. Ich bin schon so weit gelaufen. Okay, warte. Geht's denn hier nochmal rein? Ah, hier. Ach, Johnny. Es ist Johnny. Don't freaking scare me like that. I'm highly strung. You're trying to kill me? Who the hell are you? Wir sind ein Mogri. Who am I? Someone who doesn't spend all day muttering to themselves in the shadows. Like some kind of Shinra spy. Say what? Me? Nah. I was just, you know, thinking about stuff. Huh? Yeah, like how to bag that sweet, sweet Fort Condor prize money. It's my ticket out of here. So you're after the Grandmaster too? Sorry to burst your bubble, Mr. Shadow Lurker, but I'll be the one taking home those spoils of war. Well, over my dead body you will. My life's on the line here. I deserve to eat. I deserve to live. Ja, das tun wir auch. So, machen wir mal. Warte, so. Als Schutz. Und wir haben gewonnen. Cool. Und Verteidiger haben wir jetzt gekriegt. Einen besseren. What? No, this can't be. Say it ain't so. Oh, goodbye, Fortune. Goodbye, Pride. Now I'm taking down Midgar a citizen at a time. Hmm? Wait, what'd you say? That all of Midgar will suffer the same fate. Okay. Magiebrett Level 2 haben wir gekriegt. Cool. Und jetzt können wir gegen Stufe 2 Gegner kämpfen. Was haben wir denn überhaupt noch für... Warte mal. Wo sind denn... Haben wir nicht irgendwo Nebengames? Oh Gott. Wie ist das hier aufgetaucht? Gebaut, okay. Ach ja, das... Ja, wir können die Schnitzeljagd eigentlich mal machen. 6 Flyer. Ein paar Kinder haben einen Flyer versteckt. Einer ist an einer Tafel angebracht. Einer hängt an einem Gebäude, das eine gute Bekannte vom alten Schnapper verwaltet. Was? Wer ist denn die gute Bekannte vom alten Schnapper? Keine Ahnung. Der aus der Piepengasse wurde von einer Katze geklaut. Ah ja, ich weiß, wo der ist. Auf jeden Fall. Einer hängt in der Nähe der alten Fabrik. Einer schwebt in der Luft wie ein Ballon. Okay, warte. Ja, Auge juckt. Einer müsste hier unten, glaube ich. Ich laufe mal hier unten nochmal durch. Hilfe, was? Hä? Hier bin ich falsch, oder? Ja, hier bin ich falsch. Ich möchte... Ah, Hilfe! Lass mich in Ruhe. Hier lang. A balloon like that. Da-da-da-da-da-da. Happy turtle. There, don't worry. Oh,
Oh, you're purring like a motor, aren't you, little buddy? What's going on? Not right now. I'm in the middle of something important. Musst du so unhöflich sein? Boah. Schon frech. Gotcha! The Gumshoe Ninja strikes again. At first, I was planning on making that Merc sword. So is the Happy Turtle like a pet shop for turtles? Okay, das war einer von sechs. Bei der Fabrik soll einer sein. Wo ist denn die Fabrik? Hier lang, ne? Ich könnte mir fast vorstellen, dass an dem Seventh Heaven auch einer ist. Hey, over here! Du kennst mich doch gar nicht. Can't believe those freaking morons. They damn near got themselves eaten trying to hide that stupid poster. You stay away from that factory, you hear? Place has monsters coming out of the walls. Aber ich will da durch. Lass mich rein. Komm, ich geh einfach rein. So. I know that tune anywhere. Wow, die Musik ist ja ganz schön heftig. Und die Musik her. Okay, suchen wir den Flyer. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Wo können wir hier was? Oh. Ah. Guck mal einer, schau, da ist eine Materia. Schon wieder Chakra? Okay. Nichts Spannendes. Got no time for small fry. Ja. Schnell. Bio-Ratte. Stirb, Bio-Ratte. Ey, geh weg. Oh, ich mag die Hippo-Dinger nicht, ne? Ich hasse diese Hippos. Aua. So, pass mal auf, wir machen jetzt noch Fully Cover. So. Ja, bin dann abgegangen. Die Musik ist so heftig. Also wahrscheinlich hier Folgen, ha? Ich will mich aber eigentlich auch noch umgucken. Ah, oh, Hippos. Ich bin nicht auf der Flo. Ah, ich muss mal da rein. Aua. Warte mal. Tja. Ich glaube, die sind nicht schwach gegen Feuer, kann das sein? Da ist noch einer. Ja. Oh, die sind. And our heroine triumphs again. Ja. Machen wir noch kaputt. Müssen wir da rein? Oh ja, da müssen wir, glaube ich, rein. Ich gucke ja. Komm, wir gucken uns noch ein bisschen kurz um. Ob es hier noch irgendwas zu holen gibt, was sogar auch so ist. Wir bräuchten Toxin jetzt. Da überall ist hier was aufgebaut. Warum? So ein Bild von Stamp. Ich glaube, sonst ist ja nichts Interessantes, ne? Ah, wow. Ein Fragezeichen einfach. 777 Gil. Okay, das ist cool. Lol. Nice. So, ich glaube, hier waren wir schon überall irgendwie.
So, gehen wir mal hier rein. Warte mal. Ich glaube, die können sowieso. Die haben sowieso kein Dingens. Kein. Hier sag. Inventarangriff. Dann würde ich nicht lieber was anderes ausrüsten. Nehmen wir das. Wir müssen doch ein paar Mal Elementar-Ninjutsu machen. Please don't eat me! I taste terrible! Nein! Oh, warte. Ah, verdammt, wir sind langsam. Clever. Mach mal Wirbelsturm. Au. Okay. Oh. So. Never count a ninja out. Oh, Mann. Die sind gar nicht leicht zu besiegen. With the power of his providence. With the power of his providence. Au. Oh. Nicht gut. Hilfe, geh weg. Hau ab. Geh weg. Oh Mann. Ständig am Ausweichen. Hoch. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. So. Au. Oh. Vergiss es. Auf den hier. Run like a chocobo. So, warte, wir machen Wirbelsturm. Oh, puh, wir schlafen. No. Ja, manchmal ist das hier nicht so bestimmt. Hilfe, komm, wir müssen irgendwie ausweichen. Geh weg, ich will heilen. Geh weg, ich will heilen. Direkt, mach hier mal Ruhe. Oh Gott. Hydra. Oh nein, ihr konnt uns nicht heilen, ernsthaft. Shit. Das ist nicht gut. Oh no. Eigentlich müssen wir jetzt sterben, ne? Oder was genau zieht die 24 Grad die ganze Zeit ab? Oh nein. Nein, geh weg. Ich will uns doch nur heilen. Gib mal weg, Hopper. Shit, warte mal. Scheibe. This is nothing. Oh wow. Get lost. Oh oh. Got you right where I want you. So, auf den da. Warte. Oh Gott. Ich versuche uns nochmal zu heilen. Oh, ein Glück hat geklappt. Ja. Dann mach ich doch mal das hier. Ah, stirb. Nein, warum machst du das denn? Ja. Ich mach mal das hier. Ah, Manu! Nein. Oh, oh. Au. Ich bin wieder fast tot. Ja, just great. Oh, wow. Ha, einer ist weg. Oh, ein Glück.
Au! Oh, Limit! Wir machen Limit. Du Drausch, let's go. You had to go and wake the beast! Oh, da fliegen Mummiji rum. Okay, liebe ich. Ich liebe ihre Limit-Attacke. Die werde ich jetzt immer einsetzen, wenn ich sehe. Weil ich sie liebe. Oh boy, so, da haben wir hier hinten noch eine Materie herumfliegen. Was ist das denn für eine? Erstschlag, okay. Und ist hier jetzt irgendwo... Ach, das ist das, oder? Was ist das? Der Flyer. Gotcha! Juhu. Komm jetzt raus. Ja. Ah, schön. Ach, sie sind auch wieder da. Ja. Ja, wir haben die Fertigkeit gemeistert, super. Nein, geh mal weg. Mach mal das. Ja. Aber warte, es ist schon wieder da. Ja, stirb. Jetzt können wir nämlich auch eine andere Waffe ausrüsten. Wo ist das Vieh noch, das letzte? Ah, warte. Da. All in a day's work. Gut. Ah, so. Apropos. Wir müssen mal an die Waffenmod rein. Und können wir gerade noch mal ein bisschen verbessern. Meisterdieb. Geh mal hier rein. Was haben wir denn hier? Nein, als zusätzlicher Materie. So, das mache ich jetzt absichtlich mal gerade nicht. So, ich möchte ja dann aber den Boomerang gleich ausrüsten. Der ist voll hässlich. Was haben wir denn hier? Präzise Abwehr, Barriere, okay. Verleiht Barriere bei erfolgreicher Ausführung von präziser Abwehr. Ich weiß nicht mal, was präzise Abwehr... Ob er sein soll, aber okay. Physische Attacke, was haben wir noch? Magische Attacke, Angriff. Meisterdieb schon wieder. FP-Bonus und Schurikenmeister. Lässt den Schuriken länger durch die Luft wirbeln. Ist cool. Ich würde den Angriff noch verbessern. Und vielleicht tatsächlich noch den Meisterdieb reinnehmen. Und den FP-Bonus. So. Okay. Dann können wir den nämlich jetzt ausrüsten. Und hier noch hier was Neues geben mit. The question is, was geben wir hier? Chakra sonst. Chakra ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, Chakra ist eine ganz gute Idee. Oder? Das ist eigentlich auch gut. Geringer ATB-Boost bei Kampfbeginn. Ich nehme Chakra. Ah, erstmal ausruhen. Bitte. Die Musik ist sehr heftig. Er ist Mark. Okay. Oh. Er? Okay. Wir versuchen es mal. Forgive me for saying, but you remind me of a dear friend of mine. Perhaps you've met him. I don't know. Shinra too? Perhaps. My name is Roche, by the way.
Ordinarily, your ill-concealed hostility and exotic wardrobe would give me pause. But not today, for I am here on business of a personal nature. Looking for my aforementioned friend. What's his name? Oh, I only wish I knew. It was so weird, dude. But I can tell you that he has a real need for speed, as they say. Oh, and man. While he boasts a very large sword, his first love is plainly his mount. Yeah, he sounds great. Say, is that Fort Condor I see over there? You play? I'm always ready for a round of Fort Condor. In the absence of my friend, you will provide some much-needed entertainment, my dear. That trip is so weird. Das ist so komisch. Oh Mann, wir werden sowas von wieder auf den treffen. Sowas von. So, wie kommen wir nochmal das Brett verändern? So. Okay, das ging jetzt schneller. Somehow. Spezialluftkombatant. Nice. Uha. Well played, my friend. And to think, I thought I'd best you easily. Wait, did you just call me your friend? But of course, with that display of passion, you've more than proven yourself worthy. Oh, Alter, der Typ. Henceforth, you shall occupy a place in the pantheon of my closest companions. When next we meet, it will be on the open road, the wind in our hair. Just don't make me come looking for you, my friend. Okay, klar, natürlich. I've never seen a soldier up close before. Wait, is that the song of the turtle I hear? Okay, da muss hier irgendwo eine sein, oder? Ey, die Musik ist doch voll cool. Aber ich sehe hier kein... Ist das ein Flyer? Ja. Gotcha! You thought you could hide from me, didn't ya? Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo hatten wir noch welche? Warte mal, konnten wir das nochmal sehen? Hier. Okay. Nicht Story. Ich möchte hier weiter gucken. Die Schnitzeljagd. Wahrscheinlich ist das der, oder? Den wir haben? Der die Kinder versteckt haben oder so? Keine Ahnung. Einer ist an einer Tafel angebracht. Das, ich glaube, das war gerade der. Einer hängt an einem Gebäude. Das ist wahrscheinlich der Seventh Heaven. Zu der Katzengasse müssen wir nochmal hin. Die alte Fabrik haben wir und den Luftballon haben wir auch. Also die 5 und die 6 und wahrscheinlich die 2 haben wir schon. Bei 2 davon habe ich eine Ahnung, wo es ist. Da müssen wir nur noch rausfinden, wo die Kinder das versteckt haben. Wir müssen ja eigentlich nur nach so einem Werbeding ins Ausschau halten, oder? Oder müsste man dann eigentlich sagen, aus höher? Weil wir müssen ja das hören. Okay, hier ist sonst niemand interessant. War da was hin? Da ist eine Truhe, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Da kommen wir noch hin. Hey, you know what do us some good? The Sector 7 reactors. Sorry, ich wollte dich nicht anrempeln. Das ist aus Versehen passiert. Ich war so in Eile und hab dich voll übersehen. Okay. Stranger Danger. Schön. Was? Okay. Wir laufen erstmal zum Seventh Heaven. Das ist davon sowieso. Irgendwo hier muss also noch so ein Flyer eventuell dran. Ich würde mir zumindest vorstellen. Könnt ihr mir vorstellen, dass hier. Ach, jetzt können wir gegen sie kämpfen. Ja, schön. Ich weiß übrigens, wer der Champion ist. Geht's hoch, mal gucken. Billy Bob, ja. Okay, der redet über einen von denen, die wir kennen. Ich dachte hier irgendwo.
Gedanken. Okay, habe ich mich geirrt? Hä, wo denn dann? Bei irgendeinem Laden dann. Vielleicht hier drin? Dann vielleicht der Waffenladen. Wo auch immer der ist. Ha, wurde hier oben einer versteckt? My turtle senses are tingling. Ah ja. Oh, Fug. Okay. Ah, nein. Ah, wir müssen. Der Hund darf uns nicht sehen. Tipp, lass dich nicht vom Hund bemerken. Okay, ist wieder wach. Leg dich mal wieder hin, Hundi. So, warten wir noch. Da ist, da oben hängt er. Das ist der Laden, von der Bekannte, denke ich mal. So. Just what do you think you're doing, young lady? What do you want with that exactly? Mitnehmen. Better yet, who are you? Heard some punks have been hassling the nice people at the Happy Turtle, ripping down their flyers. Are you one of them? Mm-mm. So you're trying to sneak a peek at the Merc? Not that I blame you. Boy's easy in the eyes. I'll give him that much. But cut your losses, honey. Unless you like your men silent and emotionally unavailable. Merc's built a wall around himself so damn high, even he can't see over it. He'll never tell you what he's thinking. And that attitude of his. I tried to get through to him, but would he listen? Would he? I'm really not here for whoever he is. Then what are you here for? Or, directions. But I'm all good now, thanks. Juhu. So, jetzt gehen wir kurz zu den Kiddos. That was a close one. Nicht Kiddos, Katzen, meine ich doch. Wo waren denn die Katzen noch gleich? Warte, ich glaube hier lang. Oder? Genau, hier ist some. Nee, hier nicht. Bist du ganz woanders? Hier wollte ich ja gar nicht hin. Oh Gott, ich bin echt gut in mich verlaufen. Wo ist denn das jetzt? Warte mal, wenn die Kinder? Hier. Hier haben die Kinder irgendwann versteckt. Ich weiß, hier ist Musik. Kennt diese kleinen Bobby-Cars noch jemand? So aus vom Kindergarten oder so. Wo haben die den versteckt, den Flyer? Ha, hier hinter. Never stood a chance, little guy. So, jetzt müssen wir nur die Katze, also die Einkaufsstraße wiederfinden. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die war. Verrückt. Hey, wo ist denn diese Einkaufsstraße hin? Hm? Ja? Hä? Wo ist die Einkaufsstraße? Was? Hier lang. Ah ja, okay, warte, ich weiß wieder wo. Okay. Ach, meine Güte. There you are. Get back here, you little turtle thief! Nein, das ist nichts. Musik ist cool. Die macht hier Werbung, die Katze. Wer von euch hat die Turtle-Werbung? Ihr habt die nicht. Ihr reißt euch auch um einen Comic von Stamp. Ich habe mir gar nicht gemerkt, wie die Katze aussah. Die Musik ist trotzdem cool. Ja.
Gotcha. Flyer acquired. And that makes six. Won't old Snapper be impressed when I rock up with these bad boys? Ja, let's go zum Schnapper. Well, 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 well. Look what the tide washed in. That's a 1, 2, 3, and a 4, 5, and I can't believe it, 6! We have a winner! 3 cheers for the Happy Turtles all-conquering champion! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Please, it was a piece of cake. Only these Midgarian dummies would find that a challenge. Speaking of which, here, for a fellow tough nut. Would you look at that? The chow beans! Does this mean what I think it does? Well, what do you know? A real-life ninja paying old Snapper a visit. Truth be told, I'd love to have you round to the bar, but you got your hands full. Not to mention the whole underage thing. Still just a youngin', I suppose, ninja though you are. Well, I don't plan on moving from Midgar anytime soon, so once your shell's seen a bit more wear and tear, make sure to come on back. Whip you up the finest food and drink this side of Wutai. Only the best for you. Amplifikation haben wir gekriegt. Oh, nice. La la la, dun dun da da, da da, dun dun da da. Im Moment können wir damit noch nicht viel anfangen, weil wir sind gerade noch allein unterwegs. Sagen wir noch Chatlis bitte, aber das machen wir, das versuchen wir nicht nochmal allein. Was hier könnten wir noch machen? Die Frage ist, wo sind denn noch welche? Also, Jesse ist auf jeden Fall nur Jesse. Okay, dann nur Jesse da. Ach so, okay, ich verstehe. Es waren 3 Einser, jetzt sind es 2 Zweier und dann ist nur noch 1 Dreier. Ich weiß genau, wer das ist. Ich verrate es aber nicht. So. Dann laufen wir mal zurück. Enough already, Shin. So I've been thinking about it and I know just what you need. Round to Fort Condor? You gotta be. Didn't I tell you I'm not in the mood? You know what? Fine. Why the hell not? Might help take my mind off things. Ja, na klar. Sei mal nicht so unnötig, Jesse. Wir wollen dich nur ein bisschen aufmuntern. So, oh Gott, ich kann so viele Leute, so viele rufen, ne? Komm, schnell! Ja, nice! Hat irgendwie doch geklappt, cool. Grenadierkaserne, Schütze. Hm. Weiß ich nicht, ob ich das besser finde. Damn. Well, can't win them all. Haha, laugh it up. Now leave me alone, would ya? Hm, what's that I hear? The sound of the world's smallest violin? Pushing me. Oh, Tempobrett haben wir gekriegt. Cool. Nice. So, jetzt haben wir nämlich nur noch den einen und ich weiß genau, wer das ist. Wer ist hier wohl? Wer weiß es? Wer weiß es? Oh, da steht's, Wedge. Wedge ist der Beste. Aber ich weiß ja, ob wir den gegen den gewinnen darf. Vielleicht doch. Mal gucken. Wir probieren's mal. Sorry. Hey, we should make our own. So, I couldn't help noticing your Fort Condor set. Got time for a game? It'd be my pleasure. Then let's do it up. I gotta warn you, though. I'm kind of an expert at this. Nein, bist du nicht. Pretty sure I'll hold my own. I eat experts for breakfast. Oh, okay. Right? Well, you can talk the talk, so let's see you walk the walk. Okay, erstmal schön gechallenged mit Worten. Herrlich. Aber jetzt war er wieder ganz Feuer und Flamme. So, jetzt gucken wir mal. Brauchen ein besseres Part? Ah, told you I eat experts for breakfast. But if you're game, I'm always up for brunch. Wow, that ninja star is so cool. Huh? Ich laufe mal noch mal zum
Waffenshop. Ich weiß nicht, wo der war. Oh, ich habe keine Ahnung, wo hier die ganzen... Ich verlaufe mich jetzt ständig. Das ist schon ein bisschen nervig. Wo ist denn hier überhaupt irgendwas? Hier ist der Waffenshop, direkt links. So, warte, ich guck mal, was er verkauft. Ja, ich bin im richtigen Laden. Ach so. Oh. Wir könnten uns hier wohl was kaufen. Aber... Oder auch nicht. Okay, er hat sowas nicht. Aber das Blöde ist... Ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt in der Story weitergehen, kommen wir bestimmt nicht so schnell wieder. Ich weiß, ob wir überhaupt wieder nochmal herkommen? Ich glaube nämlich nicht. Menu. Egal, sonst machen wir das mal. Warte mal. Wir haben gegen Wedge Guard sowieso leider echt keine Chance. Wir laufen mal wieder rein. Gucken mal, ob, auf den wir warten, ob der endlich da ist. Ist er nicht. Ah, doch, jetzt kommt er. I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. What? Just thinking how you're nothing like your old man. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. I was lucky enough to learn how to fight from good... Yeah, I don't want to talk about him. Let's talk about something else. Like how you've adjusted to life here. Indulging in adult pastimes. Which I guess means drinking yourself stupid. Last thing I need is my partner stinking like an over-the-hill has-been. Speaking of drinking, you been to the Happy Turtle? If you're part of Operation Down in One, I take it back. I am there next time you go. Don't worry, I can do adult stuff just fine. Well, I don't even know where to begin with all that. But I do know I haven't heard of Operation Down in One. At any rate, I'm looking forward to working with you, boss. Boss? As in me? Well, I've got a few years on you, I'll admit. But out of us two, you've done this longer. I guess I have. Boss, huh? I could get used to that. Beats being stuck on the bottom rung, that's for sure. After we get the materia, we can celebrate your promotion at the Happy Turtle. Yeah, yeah! Stupid bird. Schön. Ach, Yuffie ist toll. Says the merchandise is good to go. Handoff's at a depot in municipal storage. Okay. Yuffie, Sonon, you mind coming along? Not at all. Need to scope out the city anyway. Really get to know the enemy. We'll be passing through a rough part of town, so you'll want to go prepared. I'll leave you to get ready. Hit me up outside when you're done, okay? Be right there. Jo. Sonon kann im Kampf nicht aktiv kontrolliert werden, aber du kannst ihn mit R2 Befehl erteilen. Drücke im Kampf L2. Um in den Synchronisationsmodus zu wechseln, in ihm können Sonon und Yuffie zusammen eine Vielfalt von Angriffen ausführen. Mit L2 kann der Synchronisationsmodus verlassen werden. Okay, cool. Ja, wir haben ihn... Das war jetzt aber ganz kurz. Das haben wir ihn in der Truppe. Cool. Schöne Sache, das. Dann können wir jetzt nämlich gegen Aramu nochmal kämpfen gehen. Jetzt probieren wir es nochmal. Ich kann ihn noch nicht ausrüsten, ne? Oder? Oh doch. Oh doch. Es geht. Oh. Okay. Ich lasse ihn den Nietenreif, denke ich. Die anderen sind irgendwie doof. Was geben wir ihm denn hier? Ich würde ihm das geben. Oder das. Ich gebe ihm das. Autovita, Meister der Gegenstände, Provozieren und Erstschlag. Ich gebe ihm auch noch was zum Beschwören.
Ich gebe ihm Karfunkel, dann kann er heilen. Nice. Okay. Probieren wir es nochmal gegen. You're ready to do battle with the virtual summon? Ja, mit der Virtual Summon. Let's go. Probieren wir es. Sind wir zu zweit. Okay. Au, verdammt, nein. Au. Das hat weh. Das ist schon frech. Oh Gott. Was hat gerade einen Wirbelsprung? Au. So. Ja, ja, ich bin lieber am Aus, am Abwehren in dem Fall. Ja. Wir sollten Amplifikation auf Vita setzen. Mann, Hamu, voll schwer. Macht einen Nebelschleier, okay, mehr nicht. Oh. Warte. Okay. Wir sind im Limit. Wir sind im Limit. Warte. Besser als nichts. Okay, gut, jetzt kann man beschwören. Ich würde mal lieber Karfunkel holen. Over here. Ja. Vitra? Ja. Oh, warte mal. Der kann gerade Limit machen. Hans des Drachen, let's go. Auf. Ihn bitte. Nice. Der ist voll stark. Oh. Au. Nee, braucht man nicht. Barrierendurchbruch macht keinen Sinn. Was kann er? Nochmal der Wirbelsprung auf ihn. Okay, die Energiesphäre ist weg. Oh, oh. Warte. Au. Oh wow, oh Gott. Oh, Alter. Warte mal, wir müssen mal ganz schnell heilen. Ah. Aber zu zweit haben wir sowas von auf einmal mehr eine Chance gegen ihn. Und er ist besiegt, oder? Oh ne, er macht die Supertechnik. Oh oh. Ich hab gedacht, er ist besiegt. Oh oh. Warte mal, ich müsste wieder überlebt werden. Ein Glück. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt Limit gegen dich, dann bist du nämlich besiegt. So. Splendid! Thanks to the data you provided during your battle, I succeeded in developing a new materia.
One might say you were faster than lightning. And with the Lord of Leaven on your side, your enemies will struggle to keep up. Hihi, wir haben es gekriegt, ne? Da können wir jetzt eigentlich wem ausrüsten. Dann gebe ich die uns, statt dem Schokobo-Küken. Go, Ramu, nice. Haha, cool. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch das hier mit dem Game hier. Ich laufe nochmal zu dem Typen in der Einkaufsstraße. Vielleicht können wir dem jetzt ja doch noch bessere Sachen kaufen. Ich glaube, bei ihm können wir nicht, ne? Bei dem können wir, glaube ich, nur ja, normalen Krempel kaufen. Au. Au. Wo das noch alles finden? Barriere wäre auch gut mit Amplifikation. Ich lasse das mal. Toxin haben wir nicht. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das alles kaufen will. Ehrlich gesagt. Wäre bestimmt noch von Nutzen, aber ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir haben. Können wir das ja gerade irgendwo sehen? Okay, wir haben. Das ist hinter meinem Avatar. Wir haben 7900 Gil. Auf jeden Fall. Das ist schon nicht wenig. Vielleicht können wir uns mal die ein oder andere Materie kaufen. Was hat er? Schade, nur ein Etter. Ich habe gedacht, er hat irgendein neues Brett oder so. Okay, wie kommen wir nochmal zu Wedge? Ich wollte noch einmal versuchen, gegen Wedge zu kämpfen. Ja. Sure, we can go again. Show me what you got. Da 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 happy turtle. Süß. Okay. Hat er uns jetzt direkt gegenüber eine Kaserne gebaut? Okay, das ist jetzt gar nicht so dumm. Oh nö, wir verlieren schon wieder. Ja, der hat uns besiegt. Mist, der hat halt so viele von diesen blöden Viechern. Ich weiß aber gerade nicht, ob wir nochmal zurückkommen. Halt die Klappe. Halt die Klappe, Wedge. Halt einfach die Klappe. Hm. Egal, wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Schade, ich hätte das echt gerne noch geschafft. Ich weiß aber nicht, ob wir hier nochmal zurückkommen. Aber müssen wir eigentlich. Ich glaube, wir kommen hier nochmal zurück. Dann können wir das später noch machen. Lass mal rauskriegen, wo wir hin sollen. Hä? Ach so, hier unten ist ja... Okay. Wo ist der Weg? Wir haben es eilig. Ich werde mal gucken, ob ich noch mal kurz einmal ausruhe. Meine Frage ist jetzt, ich muss kurz was testen. Wir können ja gegen ihn hier unten, glaube ich, auch noch mal spielen, oder? Kriegen wir eigentlich jedes Mal von ihm dann irgendwas, irgendeine neue Spielfigur? Ich muss es kurz testen. Head now. Watch yourself, okay? Okay, nee, gut, wir können nicht mehr gegen ihn kämpfen. Na gut. Hä, wo ist sie denn? Ach, hier steht sie rum. Okay. So, ich glaube, es gibt nur zwei Kapitel, wie ich gerade gesehen habe. Weil das sah aus nach dem Endbild gerade. Gesandter aus Wutai. Oh. Okay. Da gucken wir uns beim nächsten Mal um. Also, ich würde sagen, also beim nächsten Mal gehen wir dann auf jeden Fall weiter. Da das zwei Kapitel sind und ich habe das ja bei dem eigentlichen Game auch gemacht, dass ich das pro Kapitel hochgeladen habe, wird das ja auch wieder so passieren. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Fort Condor-Kämpfe einfach rausgeschnitten haben, außer den ersten. Einfach mal, dass man einfach mal so eine Idee davon hat, wie das hier funktioniert. Gut. So, okay. Dir sollten wir sprechen.
Ja, wir sind bereit. Ich weiß noch gerade nicht, ob wir gut ausgerüstet sind, aber wir sind bereit. Okay, streets are kind of a maze, so stay close. Gut. So Naya, where are we headed? To pick up your IDs. There's no way to get topside without him. But I thought GJ was getting our IDs. What happened with that? He is, but those are different. It takes more than one ID, or even two, to survive in this town. Don't forget, Midgar was built by Shinra for Shinra. Those tyrants! Put the claws away, boss. At least while we're in Shinra territory. Meow. Ach, Yuffie. So, Yuffie, what do you think of the Undercity? Way too crowded. I can't stand it. Ugh, the stench. How can anyone live here? Gotta agree with you about the smell, but you get used to it quick enough. And the crowds stop bothering you eventually. The place can grow on you if you give it a chance. Wait a second. Are you actually saying you like it here? I thought you hated it. Midgar isn't the enemy. Shinra is. I know W's don't really see the distinction, but we do. Then what was that stuff on the news? About a reactor blowing up and all. No way that was an accident. It had to be Avalanche. Shh. Sorry. Eh? What's up? Those guys there are from the Splinter Cell. Splinter Cell? They used to be with Avalanche, but left after a policy dispute. Hmm? Well, look who it is. Loving your work. So how many reactors is that now? Wait. Where's Cloud? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well, of course he will. A little fall ain't gonna stop a hard ass like him. He'll come swaggering back before long, you mark my words. Yeah, I guess he will. Now, can we talk about President Shithead? Spouting all that crap about us? That son of a bitch! Working for Wu-Tai, Avalanche ain't nobody! Barret! No. Speaking of sons of bitches, I heard that Wall Market's very own Don Corneo has his stooges out looking for you. Huh? Is that so? Don't got time for no low-level mobsters. We got Shinra in our sights. Tifa, you and I both know this is far from over, right? Might as well get some rest while we still can. Right. You know what? I think I am gonna look into this. Good luck out there. Macht sich halt Sorgen um Cloud. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? No, better not. Du lernst ihn noch früh genug kennen. After what they've done, you gotta assume Shinra's on their tail. Should keep our distance. Yeah, my thoughts exactly. Das ist quasi jetzt genau nachdem Cloud abgestürzt ist über Sektor 5. Da setzen wir jetzt quasi an. People in the Splinter Cell, they couldn't care less about collateral damage, long as Shinra goes down. So what's wrong with that? Sounds good to me. We're not out to blow Midgar up or tear it down. We want to save it from Shinra. Look around. 9 out of 10 of the people living here are innocent bystanders. We can't level their home to take down one company. Well, that company almost leveled our home, and they've got to learn their lesson. Yeah, I get that. Gotta admit, I'm surprised you agreed to work with us. We're just doing what we think is necessary to build a brighter future. That's all there is to it. In other words, you're working with us so we don't work with your old buddies, knowing what would happen if we did. Can we table this for later, maybe? Not sure now's the best time for heavy topics. Hä, haben wir noch Avalanches Versteck? Wir haben hier noch irgendeinen Sidequest. Ach so, diese Champion-Sache. Yeah, couldn't agree more. Consider it tabled. So, what exactly does this ultimate materia do? I'm guessing you have big plans for it? Like after we steal it?
Well, the more materia you have, the stronger you are, right? So once we've got the ultimate materia, we'll be stronger than anyone. I guess you will. It's gonna be awesome! And not just on your feet. By sneaking into Shinra HQ and snatching their most prized possession from under their noses, not only will we deal a massive blow to their morale, but we'll prove to them that while Wu Tai might be down, we're not out. That the gist of it, boss? It sure is! Sie ist halt immer noch ein Kind. Ach, das sind die Typen von Don Corneo. See that one? Well, hello there, hot stuff. How'd you like a shot at the big time? With those looks, I guarantee you're golden. So what do you say? Ready to be queen of the Undercity? Hey! What am I? Chopped liver? Kid doesn't need to hear this. Be a good girl and cover your ears, okay? You'd be living and working in the most luxurious residence in all of Walmart. You want me to be one of Corneo's brides, is that it? Which makes you a person of influence, right? Oh, so you know your stuff. But I'd say I'm more of a helping hand. So why don't you help me help you? Let's get going. What are you doing? Get your hands off me! Now don't go playing hard. Hey! Know any kids who can do that? No, you don't, because I'm an adult. Also, I'm pretty hot stuff myself, thank you very much. Sure. Whatever helps you sleep at night, little girl. But if you want to pull up a seat at the grown-ups table, be my guest. Go on again! Goddamn! Die Kampfmusik einfach gerade. So, warte mal, ich mach mal wieder Flammenschutz und Nebelschleier können wir machen. Ach, diese Schwachpunkt Feuer, wunderbar. Wieder einfach mit dem Boomerang kämpft da links. So, ich finde das gut, dass sie Fernkämpfe da los. So gut einfach. Wir geben doch nicht auf. Wir sind viel besser als die, ey. Das ist ganz deutliche Fertigkeiten. Naja, okay. Halt auf. Wir machen vor den Cover. Für sie. Hey, at least you try. You're gonna eat those words, you smug piece of shit. Boss, boss, you're not gonna believe this. The hottie of the century just fell right into our lap. She did? Goods under the hood, junk in the trunk, and down for a bumpy ride. Sorry, ladies, but after careful consideration, we've decided to go with a more qualified applicant. Let's go! Na, geht halt weg. See you around. Tifa ist nämlich. Er hat gerade von Tifa gesprochen. So, who were those creeps anyway? Don Corneo's talent scouts. They'll say and do just about anything to get unsuspecting girls back to the Don's mansion. Talent scouts, vor allen Dingen. Looks seedy. Guess you'd have to be a scumbag to build a place like that. Oh-ho! And how do you know what it looks like? I saw it while I was scouting the area. Well, we're here. Now we just have to wait. Wait for who? Not sure. We used to have someone who could make fake IDs in-house, but they went off with the Splinter Cell.
We've never dealt with this particular vendor before. Hey, what's up with that guy? Mako poisoning. That's what happens if you don't make the grade as a soldier. Or when the military's done using you. Just another one of Shinra's victims. Them again? Shinra's so gonna get it. If it's Shinra you've got beef with, you'll be needing these. Can't access the plate without them. They're gonna scan for those things on the train, so make sure to keep them on you. Thank you. Hey, hold up! Try it. You'll love it. Foreigners and their weak jaws. We should probably head back and wait for Gigia. Enjoy your material while you still can, Shinra! Cause we're coming! Not yet, boss. Huh? With things the way they are, we can't just go strolling up to the front gates. We're gonna need Avalanche to help us bypass security before we can do anything. Aww. Wir sind jetzt Materia Researcher. Juhu! Da ist der Typ. Der arme Typ. Gruselig. Ah, hier. Eine Truhe. Wir nehmen damit ein Freundschaftsarmband. Okay. So, Abkürzung geschaffen. Die Tauben lieben sie einfach. Oh. What's this about? Das ist eine Nachricht. Change of plans. Go to the pillar. We'll explain there. Hurry. Gigia. Change of plans? The S7 pillar? Otherwise known as the roof of the slums. Follow me, guys. Okay. Why does he need us to hurry? I don't like the sound of this. Well, if you ask me, it's high time things picked up around here. You like living in the fast lane, huh? Yeah, I'm not your garden variety, Wutaian. I'm a rare bloom. More like a mutant. Ooh, I'm so gonna use that. Almost there. Isn't there some of the water? Hey, that's Gigia. You're right. Hold up. Hey, I'm talking to you. Answer me. Well, look, a Moogle. Als ob die darauf einfach. Okay. Sie sind wirklich drauf reingefallen. You two go after Gigia. I'll head back and tell the others what happened. That way. Boss, we might not be back for a while. Let's just stock up before leaving. Do you have any idea what DJ actually did? Whatever it was, he probably did it for us. Well, now I feel bad. No time for that, boss. Right. Es ist irgendwie weird, dass er ständig Boss nennt. Auch wenn wir es ja sind. Wir sind ja offensichtlich sein Boss. Kriegen wir eine Waffe. Ach, ist nur für ihn. Na egal. Perfekt. Shit. Got nowhere to run. Tell us what you know. Now! How about later? That's stupid. Alter, sei froh, dass die nicht einfach drauf losschießen. Is he one of us? We don't have time to get into that, boss. You can ask him yourself once he's safe. Come on.
Gottchen. Wie sind denn die so schnell dahin gekommen? Was? Wie sind die so schnell? Ja, Monster habe ich gerade schon gesehen. Alter, jetzt kann er... Er kann sich mal heilen. So, kann man es auch mal heilen. Got this one in the bag. What's a good word to describe me? I'm thinking legendary. I'm thinking modest. Legendary. Ach, sie. Warte mal. Ah, da. Nee. Oh, was denn hier? Achso, Kisten. Ach, hier geht's auch runter. Okay, wir laufen erstmal hier runter. Hier ist eh eine Truhe. Und hier sind bestimmt auch gleich noch ein paar Monster. Warte, was denn das Ding jetzt hier? Und dann greifen wir ihn an. Cool, Chakra setzt ihn ab. Von uns. Auslöscherschütze. Das ist eine Spielfigur. Können wir auch ein anderes Feld finden, bitte? Das wäre cool. Aber damit, das beantwortet meine Frage, ob wir das später noch weiterspielen können. Offensichtlich ja. Da war nichts drin. Da sind die zwei. Ah. Wir dürfen erstmal gegen die kämpfen. Okay. Warte, Flammen dazu. Oh. Was? Provozieren? Wer hat denn provozieren? Hat er provozieren ausgerüstet? Erstmal egal. Und dann noch. Da geht's noch runter. Hier geht's nicht weiter, ne? Ich glaube, hier ist nichts. I know how this goes. If we want to get to TJ, we gotta shut that down. Okay, off switch. Show yourself. Okay. Also erstmal den Schalter finden. Oh, blockiert, Leute. Ha! Ich lauf trotzdem erst noch runter. Die Fliegenden, die ich nicht mag, sind hier auch. Was kann er denn so? Rasender Wind, bringt das was gegen fliegende Gegner? Naja, der ist ja gerade eben so weit oben gewesen, dann passt das schon. So. Au! Kann irgendwer von uns eigentlich heilen? Okay.
Musik einfach. Die erinnert mich ein bisschen an Cowboy Bebop. Wieder ein Chakra-Level ab. Wahrscheinlich seien es jetzt. Oh, was ist denn hier Schönes? Gebet. Oh ja, nice. Das ist cool. Oh, wir können Gebet sogar ausrüsten. Wunderbar. Let's go. Finde ich gut. Okay, sonst ist hier nichts. Okay, dann laufen wir weiter. Wir haben Gebet bekommen. Das ist cool. Lauf, Juffi, lauf. Oh, da hinten ist er. Verfolgung sagt. Warum läuft er eigentlich noch weg? Weil der glaubt, dass die noch hinterher sind, ha? Er könnte sich auch einfach mal umgucken und dann mitbekommen, dass wir sind, die müssen noch nachlaufen. Oh, das ist ja minispielmäßig, ne? Oder? Transportband bedienen. Hey, you think Naya's all right? She's local, remember? She'll be fine. You know, she's actually pretty cool. I feel bad saying this, but after what happened back home, I just kinda assumed no one in Avalanche could be trusted. Like, they were all the same as the ones I fought. Yeah, I can imagine. But it looks like Avalanche has changed a lot since that went down, huh? Okay, also es gibt da noch ein Minispiel mit. Aber das war's jetzt offenbar noch nicht. Ach, da sind noch welche in deinem Herd, deswegen haut er ab. Okay. Come on. Uh-oh. Ach, shit. Nein. Alright, now you've done it. When this is over, you're getting it good. Enjoy your freedom while you can, GJ. Jetzt muss er wieder nach oben kommen. Oh, na toll. Das tat bestimmt ordentlich weh. Also die ist 100 pro voll auf den Lungen gelandet. Boah. Stell ich mir das schmerzhaft vor. Oh nein, das ist so ein Viech. I gotta say, it kinda looks like the facts in the fire. Hm, warte. Chakra. Mach halt dein... Oh Gott, der holt sich Freunde. Einfach Blut saugen, frech. Au, hat mich in Ruhe. Wie er einfach stehen bleibt. Ganz in Ruhe, wie ich seine Leute fertig mache. Okay. Okay, jetzt haben wir nur noch ihn. Meine Frage ist, wogegen ist der wohl schwach? Also Feuer ist es jedenfalls nicht. Wir können ja mal Frostmensch zu versuchen. Ach Mann. Ja, oh, das war schwach gegen Frost. Au, au. How you like this?
thank me later. Warum mache ich eigentlich immer Gebet? Ich will ja eigentlich Chakra machen. Wir müssen erstmal uns eher heilen. Wow, lass mich in Ruhe. Oh. Oh, Juri, schon wieder Level up. Oh. Wir haben so einen komischen Speicherchip erhalten. So, müssen wir jetzt genau lang? Also hier liegt zumindest nichts rum. Da müssen wir da lang. Oh, was ist denn hier drin? Wieder eine Waffe. Für uns bitte. Ja, Stahlsichel, cool. Neue Waffe für uns. Juhu. Sah cool aus gerade. Was man kurz gesehen hat. Zwei. Warte mal, da können wir aber schon mal nochmal einen Materia-Slot dazugeben. Magische Attacke hat FP-Bonus eigentlich gut. Sprungangriff ist auch nicht so schlecht. Obwohl wir eigentlich. Eigentlich mache ich ja eher Fernangriffe. Also ist Sprungangriff erstmal nicht ganz so wichtig. Aber ich muss erstmal das hier fertig lernen. Nebelschleier, dann können wir nämlich Verbannung lernen. Cool. Na, kommen wir da nicht dran? Ah. 10-4. Be there as soon as we can. Got the suspect detained near Pillar Maintenance. We better not keep them waiting. What? Pillar Maintenance? How'd they let him get that for? Well, if I know. Come on. You heard the man. Wait, boss, no! Oh, nein, Yuffie! Sie ist halt immer noch ein Kind. Schlimm, ey. Genau, machen wir Rasen. Well, stimmt, der muss einfach noch lernen. War das, ich lese auch gerade einen Jugendroman oder. Oder? Über Kinder. Okay. So sind sie eben, sie lieben keinen. Ja. Ach ja, schön. Das macht Yuffie aber irgendwie so charmant, dass sie so tollpatschig ist einfach. Materiallager. Das sieht aus wie Müll da unten. Warte, wir müssen irgendwo nach oben, oder? Ah ja. Da. Up ahead, that's the pillar those troopers were talking about. Assuming the maintenance facility's near there, we should probably head toward it. Yeah, works for me. Come on. Okay. Müssen wir das erstmal hier dran? Ich glaube, darunter können wir nämlich nicht, aber können wir das trotzdem? Wir müssen doch irgendwo drankommen. Hier können wir halt nichts machen. Können wir da nicht drauf? Ja. Aber das Problem ist... Können wir jetzt da rankommen? Nee. Eigentlich müssten wir das irgendwie von hier aus... Wie ging denn das nochmal? Ach, da hinten den vielleicht, warte. Aha. Na. Hm.
So. Ratten! Alright, let's see how this plays out. You're going down! Gotcha! How you like that? Die sind schwach gegen Eis. Möchte aber nicht gut im Raten. So, schon wieder ein Level ab. Gehen aber dauernd Level ab, krass. Sind das unterschiedliche? Okay, warte. Es geht aber beides zum gleichen Ausgangspunkt. Oder Zielpunkt. Ja, Tempobrett! Yes, wir haben ein neues Brett zum Spielen später. Finde ich gut. Ach komm, Camp ist doch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, gegen was der schwach ist. Ich mach mal wieder Frost und Schütze. Ja, der ist schwach gegen Frost. Irgendwie sind die alle schwach gegen Frost. Also, er kann wieder Rasenlabyrinth machen. Nein, lass mich in Ruhe. Ach, da geht zu ihm. Wie der uns einfach gar nicht trifft. Finde ich gut. Er kann wieder rasen lassen. Hohoho. Okay, Chakra ist schon wieder Level up. Das ist schon relativ gut, oder? Wo ist denn Chakra? Ach, wir können ja Analyse. Wir können doch analysieren. Das braucht noch eine Weile. Chakra ist ganz gut. Schon auf Level 3. Das ist nice. Cool. Hat man den FP-Bonus jetzt mit dieser Waffe hier? Aha. Okay, okay. Sind wir einmal drüben. Jetzt müssen wir uns wieder umswitchen. Na. Warte. Nein. So, einmal runter. Und dahin. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich voll genießt. Wie geht's? So. Hier ist nichts, außer ein paar Kisten. Ach, zwei von denen. Ach, hey. Nee, das andere ist was anderes. Das sind irgendwelche anderen Viecher. Warte mal, die können wir mal analysieren. Gegen Eis auch wieder schwach. Irgendwie sind die alle immer gegen Eis schwach, hm? Warte, du kannst aber mal rasender Wind auf einen machen. Super, dann hat er nämlich jetzt die Fertigkeit gemeistert. Perfekt. Ach, schon besiegt. Hey, die sind gar nicht so, so stark, hm? Dann können wir ihm jetzt nämlich was anderes geben. Wie zum Beispiel den Kampfstab. Der hat sogar einen Materia-Slot mehr und einen besseren physischen Angriff. Super. Haben wir noch was wir dir geben können? Wie zum Beispiel könnten wir dir ja das geben. Den P-Boost oder den TP-Boost. Den TP-Boost, bitteschön. So. Ah. Hey, about what you said earlier. Which was? About Avalanche, how it's changed. Oh, that. These people are too soft. But those Splinter Cell guys? They sound like the ones we should have teamed up with, don't you think? Yeah. I guess so. I feel bad for complaining, considering all they've done for us. I know what you mean, though. They're all just really good people, huh? And that's the problem. Midgar doesn't need good people. Not that we care what happens to it. Oh. Right. Okay.
Ja, die halten eigentlich von Midgar. Okay, was hat das dazu noch nicht hingehauen? Kommen wir da hoch? Warte mal. Kommen wir hier irgendwo hin? Tatsächlich. Okay. Ist das kaputt? Nö. Jetzt ist es kaputt. Aber hier kommen wir nicht weiter. Ich will aber da gerne hin. Ah. Ich will nämlich die Materie haben. Nein. Ah. So. Hihi. Ja, Elementaraffinität. Perfekt. Perfekt. So. Wo packen wir das hin? Widerstand, Zerstörung haben wir hier gerade. Was haben wir denn? Wir haben... Verdammt, wir haben so viel Zeug. Wir haben Heilen. Heilen ist eigentlich cool, aber wir haben sowieso keine Amplifikation. Effizientes Blocken haben wir. Okay, Chakra. Wir haben den Ausweichumschlag eigentlich auch cool. Verdammt. Müssen wir jetzt abmachen. Ich möchte nämlich Elementaraffinität. Wir haben Amplifikation. Zerstörung. Dann packen wir uns dann noch Gewitter hin. Oder Luft wäre auch eine Möglichkeit. Ich muss mal überlegen. Ich weiß nicht, aber die Gegner, die nächsten Gegner sind bestimmt Gegner, die schwach gegen Gewitter sind. Ich weiß es nicht mehr. Aber bestimmt ist das so. Hast du irgendwas zusammen? Das hier provoziert einen Erschlag. Sonst legen wir dem mal was wieder ab. Erdmasse der Gegenstände. Autovita. Ja, weg mit Chakra. Weg mit Auto wieder. Hast du eh voll gelernt. Dann packen wir das hier noch hin, provozieren. Eigentlich hat er da was für angelegt. Und packen wir den TP-Boost weg. Shit, scheiß drauf. So. Nämlich Amplifikation sollst du kriegen. Dann kriegst du Heilen von Yuffie. Das ist perfekt. Warte. Wo ist denn hier? Kannst du mal heilen? Dann können wir Yuffie noch irgendwas geben. Sonst kriegt sie den TP-Boost. Oder den Erstschlag, den nehmen wir uns. Warte, hat er einen Erstschlag? Haben wir zwei? Oh, wir haben zwei. Warum haben wir zwei? Ist er verrückt? Hm. So, nehmen wir Luft mit rein. Okay. Kann man hier noch irgendwo anders drauf? Wir sind jetzt hier drauf. Und nach da? Wir waren nur da noch nicht. Okay, nee, da oben waren wir auch noch nicht. Wir müssen nochmal zurück. Mal gucken. Warte, ist er da hinten? Gut, einmal da lang. Wir müssen irgendwie da rüber. Doch, da geht's auch hoch. Da waren wir nur noch nicht. Ach, guck mal. Hallo? Was? Wie wir noch direkt schon einen Blitzangriff haben. Voll gut. So. Und wieder Chakra-Level ab. Ja, war hier nicht? Nur Gegner? Ach, eine Truhe. Hätte mich jetzt auch gewundert. Da unten sind die schon wieder respawned. Na toll. Okay. Die mochten kein Eis. Na, Hilfe. Au, er hat voll erwischt. Mach mal Kampfgeist.
Locked on. Wow. Ow. Ja, why me? Oh Gott. Au! Alter, wir werden gleich voll draufgehen. Kannst du uns mal kurz heilen, bitte? Warte mal, lass nochmal die Wirkung. So. Machen wir bitte die drauf und. Don't bow out yet. How you like this? Come on! Aua! Nein, der hat uns wieder fett erwischt! Great! Just great! Ja, finde ich jetzt irgendwie nicht. Just great. Ja, da. Nein, shit. Kannst du bitte noch mal heilen? Oh, wir sind aber Level abgegangen. Cool. No way. No freaking way. Gotcha. Not good. Ai, ai, ai. You're going down. Okay, warte, der ist aber gleich besiegt. None can escape the wrath of the ninja. Wanna overreact a little more? Jetzt können wir wieder zurück. Wir sind, glaube ich, nur noch da. So. Dann mal nach oben. Okay, das war, glaube ich, alles, ne? Ja. Apropos, wir sollten vielleicht mal Gegenstände benutzen. Ich meine, wenn wir es schon haben. Ich bin es jetzt gewohnt, weil ich in dem eigentlichen Remake gerade auf Hard-Modus spiele, dass wir keine Gegenstände benutzen können, dass ich vergesse, dass wir hier aber auf Normal spielen. Hier können wir sehr wohl Gegenstände benutzen. Ah, was ist denn das da hinten? Wanna try treading a little lighter this time? No point fighting if we don't have to. Yeah, I know. Gotta be quiet. Very quiet as a mouse. Ah, Yuffie! Oops. Alter, was ist das? Good morning. Er tut mir irgendwie leid, so eine Ruhe, Hilfe. Au, au. Wogegen ist der schwach? Ich muss den mal analysieren. Kommt die Analyse? Verdammt, ich habe die rausgenommen. Na egal. Dann machen wir jetzt einfach Frostninja zu. Au! Und der ist schwach gegen Frost. Au. Nein, warte. All good? Aua, der haut mit dem Stein zu. Sehe ich jetzt erst. Das ist schon ein bisschen frech. Au. Warte. Jetzt kann er aber mal Vitra auf uns beide machen. Oh, wir haben einen neuen Speicherchip. Okay. Den haben wir kaputt gemacht. Was macht denn der andere Speicherchip als Ausrüstung? Je geringer die MP, desto höher der erteilte Schaden. Aha. Was ist denn besser? Was denke ich. Proportional zur aktuellen TP des Gegners. Hm. Ich nehme mal den Meso-Chip.
Und mir fällt auf, wir können ein bisschen wieder was modifizieren an Waffen. An den Waffen. Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade total irritiert. Ich dachte, ich hätte ihm gerade einen Materie-Slot gegeben. Eine Notiz. Was steht denn in der Notiz? Oh Gott, wo ist denn die Notiz? Nimm das Transportband durchs Lagerviertel und probiere deinen Shuriken an den Kisten aus. Shinra dürfte das nicht gefallen, also tut dich aus. Okay. Jetzt ist das Minispiel. Jetzt kommt das Minispiel. Glaube ich. Ja, Containersabotage. Okay, das Transportband führt dich durch einen Lagerraum, der mit kleinen, mittleren und großen Shinra-Frachtkisten gefüllt ist. Benutze deine Waffe, um so viele wie möglich zu zerstören. Ich will die große gern zerstören, eigentlich. Nice. Da kommen noch mehr. Aha. Da hinten sind auch noch welche. Oh Gott. Kommen wir da hin? No. Verdammt. Trifft dein Shuriken im Flug auf ein Hindernis, prallt er ab. Logisch. Warte mal, das. Oh Gott, ich sehe nichts. Da war gerade ein Weg. Hier noch irgendwo was treffen? Ja. So, da sind noch welche. Hallo? Kisten treffen? Wieso triffst du die Kisten nicht? Triff die Kisten gefälligst. Da. Wuhu. Das waren viele Kisten. Warte. Haben wir da noch was? Hier. Okay, wir können da aber noch eine treffen. Nein. Ha. Okay, haben wir hier noch... Oh, da ist noch eine Riesenkiste. So, wollen wir noch... Oh. Wow, krank. Viele Kisten, viele Kisten. Wow. Ach, da geht's auch noch mal auf. Oh Gott. Ha, voll gut. 7 große, 39 mittlere und 85 kleine. Cool. Keine Ahnung, ob es dafür irgendwas gibt, wenn man da jetzt den Rekord noch brechen würde. Up ahead. Building just screams important. It has to be. Oh, wo lang? Moment. Da müssen wir auch runter. Also gehen wir erstmal kurz da. Oh, da ist nicht... Oh, eine Materia. Schön. Was ist das für eine? Magieboost. Na gut, ist okay. Da geht's nicht weiter. Okay. I think you know exactly why. Gotta say, they might call this place a maintenance facility, but it looks more like an arms factory to me. Let's keep it tight, boss.
can't afford any more mistakes. GJ's life depends on it. Understood. Ah, okay. Davon ist erstmal eine Materia. Und ich sehe doch Yenjido Hanbaiki. So. Was ist das für eine schöne Zaubermateria? Gewitter. Okay, cool. Komm, wir können erstmal ein bisschen ausruhen. Oh, was kann man hier Schönes kaufen? Okay, Megatränke nehmen wir mit. Ein Äther. Und zwei Phönixfedern. So zum Spiel, so Spielfiguren verkauft er nicht, ne? Oh mein Gott, ob er irgendwas besser macht. Aber ich glaube nicht so richtig. Immer nur eine Sache. Seelenohrringe haben wir gar keine. Ich kaufe mal ein paar. Ich würde erst... Wir kaufen 7. So. Passt zum Game. Oh, wir könnten hier noch einiges an Materia kaufen. Oha. Eigentlich wäre Barriere echt gut. Das könnten wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Ansonsten ist Wiederbeleben später auf jeden Fall sehr hilfreich. Handeln benutze ich sowieso tatsächlich gar nicht, also würde ich das jetzt auch nicht kaufen. Ich kaufe noch einmal Wiederbeleben. So, dann müssen wir jetzt nur mal gucken. Was haben wir denn jetzt? Wir haben Gewitter. Einmal Wiederbeleben ist auf jeden Fall wichtig. Irgendwas hatte ich jetzt noch gekauft, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Wiederbeleben. Habe ich nach Barriere. Genau. Das wäre eigentlich super. Hier, statt heilen. Das packe ich im Provozieren einfach weg. Kriegt er nämlich hier Barriere. Perfekt. Und sie hatte doch einfach nur Luft, einfach aus Scheiß. Dann würde ich ihr nämlich tatsächlich statt Luft lieber Wiederbeleben geben. Wunderbar. Hier. Gibt es gleich eine coole Sequenz. Now spill it. Who gave you that information? Oh, his name was something like Heidegger? Wrong answer. I'm gonna ask you again. All right, I'll tell you. It was Rufus. You don't say. Or was it Hojo? Nice going, Gigi. Ready to do this, boss? Born ready. Great. I'll draw their attention. You grab our guy. A diversion, huh? I like it. But don't forget, I'm the leading lady. Over here! What the hell? Who's there? That's exactly what I was hoping you'd ask. And action! Some know me as a beguiling ninja. As the world's greatest materia hunter. But who am I truly? Well, excited onlookers wonder no more. Before you stands the rare blue, the single white rose of Wutai, the one and only Yuffie. Das hat sich besser überlegt, als es durchgesetzt. Never mind, it's just some kid.
Winning performance, boss. Who are you anyway? We're Titans. Got eyes on hostiles. Requesting backup. No freaking way! Oh, fuck. Okay, eine riesige Elektroraupe. Oh shit, das war jetzt nicht so. Wo sind. Ja, wo ich gerade hingeflogen? Also, wir können. Hier wird ein Ninjutsu machen. Ha, ist er nämlich schwach gegen. Hilfe, oh Gott. What in the. It's a containment laser. I know that. Gotcha. Aua. How are we supposed to dodge those things? By not letting it launch them. So, warte mal. Du kannst direkt rasender Wind machen. Und wir machen vor den Kasern. Dass wir einen Gewitterangriff haben. Haut der Radar ab, echt? Or maybe it's doing one of those tactical retreats? Seriously? Da. Boss. Ja, was? Ja, ich will angreifen. Wir können gerade nicht mal zaubern, aber er kann. Fire in the hole. It's spitting little critters. Oh, ach Gott, das ist doch Edo. Okay. Was ist mit den Torpedos? Müssen wir die angreifen? They've got lasers too. Aua. Au. Au. Aua. Ich will doch so einen angreifen. Au. Ich bin, glaube ich, gleich tot. Warte mal, ich muss mal Chakra machen. So, er kann mal kurz wieder auf uns zaubern. Da hinten. Die Musik hat auch irgendwas. Ich glaube, das ist die. Das ist sogar von dem Ort Wutai. Die Musik. So now you come crawling down. This will make things easier. How you like this? Gotcha. Wir können aber jetzt beschwören. Ramu? Ramu ist gut. This'll blow your mind. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Elektrizität. Aua, 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 aua. Warte, also, kann man. Mach mal nochmal Donnerlanze. Alter. Zieh mir den nichts ab. Greif ich halt hinten an. Weiß gar nicht, ob ich den überhaupt irgendwas abziehe, aber scheinbar schon. Okay, und jetzt? Ach du, meine Güte. Super, oh Gott. Looks like it wants to get serious. Oh Gott. Wirbellaser auf den Kopf. Bring it on!
Aua. Das war eine coole Attacke. Oh, jetzt macht er die Supertechnik. Cool. Das hat er nicht überlebt. Das konnte er nicht überleben. Just do it. Yep. Nice work. You saved my ass. It was nothing. Well, it did earn you these. Huh? Employee ID cards. They'll get you into the Shinra building. And pretty much any floor, basement included. That's where Advanced Weaponry's got their lab set up. And where they conduct their materia research. If what you're looking for is anywhere in that place, it's gonna be there. Got it. You guys should probably get moving. Word is, Shinra's got something big lined up for us. Nothing less than the destruction of Sector 7. Oh. But whatever it is they're planning, you're better off out of it. Right. I'm gonna go report to the others. Good luck up there. See you soon. Yeah. Next time, I'm buying. I'll show you how Wutaians really party. Deal. Huh? Mm-hmm. Oh. Don't forget to tell the Splinter Cell about Sector 7, I mean. I won't. Ah, yeah, okay. Well, boss, sounds like we better get going. Let's head up as soon as you're ready. Ready! Sehen wir mal, wir wussten, also Yuffie wusste schon eher, dass die Sektor 7 zerstören wollen. Und das kam von ihr. Es ging von ihr aus, dass die das denen auch erzählt haben, der Splitterzelle. Ihi. Und ich glaube, Yuffie kann ihre Hose nicht zumachen. Der Knopf ist offen. Dauerhaft. Ich, vielleicht ist er kaputt. Ich weiß es nicht. To think this is where those bastards plotted their attacks. Right under our noses. Too bad they made it out before the military could get here. Like chickens flying the coop. Es reicht, wenn du dich an eine Stelle stellst, Mädchen, und bei denen lauschst. Probably best if we don't stick around. Let's catch the train. Okay. Können wir jetzt noch mal spielen? Zumindest rennen wir jetzt so rum. Ich glaube, jetzt hätten wir noch mal Zeit für Nebenquests, ne? Hm. Da kommen wir nur nicht mehr rein. Aber wir müssten eigentlich noch diesen gegen hier kämpfen können, oder? Geht das hier lang? Hm. Ich will es nochmal probieren. Wir haben jetzt ein besseres Feld. Happy Turtle. We can go again. Show me what you're doing. Happy Turtle. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Cool. Hä, nice. Panzergard ist Verteidiger. Yes. Haben wir geschafft. Not gonna lie. I didn't think you had a chance. Sure showed me. You freaking bet I did. Aw, not gonna go crying to your cats, are ya? Looks like you've got your work cut out for you, my furry friends. Echt frech. Was, Stufe 4 gibt's auch noch? Oh Gott. Wait a second. That was everyone, right? Including the Grandmaster? So where's my materia? I want it now! Naja, es gibt ja offenbar noch eine Stufe 4. Bestimmt Biggs, oder? Ist doch bestimmt Biggs. Warte, bei Mega gab's eine großflächige Störung oder Unterbruch vom Internet. Sprich, hab kein Internet mehr, gerade für den Moment. Und schau gerade über Handy. Oh Gott, echt? Oh nö, wie uncool. Das tut mir leid. Hier hast du Bambus als Entschuldigung. Ja, Bambus! So. Müssen wir noch zum Level 4 Typen. Das ist 100 pro Biggs.
Der singt echt. Herrlich. Happy Turtle. Oder? Ist das Chadley? Oh, Chadley hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dass du dich fragst, warum, warum du keinen Bambus hast. Warum soll ich dich fragen? Du hast einen Bambus. Ist doch okay. Darfst du mir auch gerne erzählen, wo du Bambus her hast. Speicher das mal ab. Wir haben gerade gegen ihn gewonnen. Und wir haben ein Truppenbrett jetzt neu. Searching for. Hello, Yuffie. I finished reviewing your Fort Condor match records. You exhibit what in sporting parlance is called the ability to perform in the clutch and the heart of a champion. In combination, these traits make you the ideal player. That being the case, if it isn't too much trouble, would you mind testing your mettle against me? I guess so. I'm sure you'll kick butt. Okay, jetzt können wir Fort Condor aussuchen, oh Gott. Oh nein, wir werden wieder sowas von verlieren. Das war ja eben schon nur knapp. Was kriegt man denn normal für eine Materie? Ich weiß leider nicht mehr, was man für eine Materie hier kriegt, wenn man gegen ihn gewinnt. Ich lasse es jetzt auch erstmal wieder. Shame, it was a close match. Maybe next time. Ja, du kannst mich mal, Kid Chadley. Lass mich in Ruhe. Ich habe leider keine Ahnung, welche Materie man da bei ihm bekommt. Da muss ich jetzt aber irgendwie noch mal hin. Hier nicht. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen gerade. Kann man sich auch gut verlaufen. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Wir sollten ja zum Bahnhof. Okay, hier ist einfach ein. Ich glaube, dann haben wir das erste Kapitel auch schon durch, weil wir kommen nicht mehr zurück. Das wäre jetzt unsere letzte Chance gewesen. Vielleicht irgendwann mal so. Aber jetzt so in diesem Durchlauf werde ich das wohl nicht hinkriegen, Chadley zu besiegen. Ich weiß nicht, warum. Aber unsere ganzen Bretter und so sind einfach viel zu schwach. Boss, I don't think we'll be back here anytime soon. So make sure you're ready for anything, okay? Ich glaube, wir haben alles. I think we're good here. Let's roll. All these people. Due to the recent incident at Mako Reactor 5, only a limited number of trains are currently in service. Please note that the Sector 5 Undercity Station is closed until further notice. Thank you. Shh. Splinter Cell's done its best to make things hard for you. Miss this train and there's no telling when the next will be. Looks like it's now or never, guys. Sorry we couldn't give you a proper send-off. Just know that we're rooting for you, okay? All aboard! Man könnte auch einfach warten, bis man einsteigen kann. Oh boy. Gonna be sick? I'll be fine. As long as I'm standing up. Ugh. Don't laugh. Melfi always got motion sick. Chocobos, boats. Sure trains would have done it too. Who is Melfi? My sister. She trained under your father at the same time as me. And she had such promise. Had? The war was ending. But a Shinra mech went haywire near a crowd, and
had to do something. They deserve what's coming to them. Yeah. They do. But I'm not your sister.